Heidi-ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man. Und wir zocken endlich seit langem wieder Baldur's Gate weiter. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Mir geht's auf jeden Fall besser. Ich hatte so in den letzten Wochen mehr oder weniger einfach ein paar Probleme privat auch. Und das hat sich großteils jetzt alle geklärt und wird sich hoffentlich noch klären. Mir liegen so eine Sachen aber zum Teil schwer auf der Seele und da bin ich denn nicht so positiv gelaunt wie heute und dann kann ich auch und will ich auch nicht zocken und euch das denn antun, sag mal. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Tut mir auch echt leid und ich versuche das auf jeden Fall zu bessern. Und ich hoffe, wenn das jetzt alles abgeschlossen ist, spätestens in der nächsten Woche, dass denn alles wieder normal läuft und wir auf jeden Fall jeden Dienstag und Donnerstag streamen werden und vielleicht sogar einmal dazwischen, so wie es früher war, und auch bei YouTube regelmäßig die Videos kommen, also mindestens 3 Stück in der Woche, und wir vielleicht sogar hinkriegen, ab und an mal wieder ein paar Shorts zu machen. Aber müssen wir mal gucken, wie es ist. Also ist bei Schachschaulin, meinem Streaming-Partner und YouTube-Partner, ja genau das Gleiche. Da müssen wir dann halt einfach gucken, ne? Gut, aber wir wollen heute Baldur's Gate endlich weiterspielen. Und gucken mal, wo wir waren. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ich schalte die anderen Boys mal wieder ein. Und dann schauen wir einfach. Wartet, zack. Und rein da. Da sind wir. Hallo. Lang, lang ist her, war, Leute? Und ganz verhalten, der Schachschaulin. How much further can I go? Hat einer denn noch einen Plan, was hier das letzte Mal war? Ja. Und dann erzähl mal. Na, wir machen jetzt ja gerade diese Prüfungen von Schar. Dieser Gottheit quasi. Ja. Und da haben wir ja, letztes Mal hat ja Yuzen seinen Arm aufgeschlitzt, um diese Blutprobe da zu bestehen. Ja. Und haben wir natürlich verloren. Genau. Ja, und jetzt haben wir ja hier die ganzen Typen hier erledigt gehabt in dem anderen Raum. Und jetzt da vorne ist der nächste Altar. Wo wir anscheinend, also ich habe jetzt hier so ein Buch mitgenommen, wo wir das Buch darin packen müssen, nehme ich mal ganz stark an. Ja. Denke ich mal auch, ja. 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 Und dann müssen wir mal weiter gucken, was hier in dem Schattenland noch so geht. Wir haben ja da so ein. Wir sind ja nur hier runtergegangen, weil wir ja diesen komischen. Diese komische Geheimnis da gelüftet haben mit den Tafeln. Mhm. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Oh. Hi! Hallo. Hi, Yuzen. Hi. Was geht ab? So, wo ist nochmal Selbstmord? Drück mal Escape und dann. Ich dachte, Alt F4. Nee, dann müssen wir leider deinen Charakter weiterspielen. Achso, dann lieber nicht. Neu Alt 4. Neu 4. Okay. David, die Zauber, die du da hast, die brauchst du? Klar. So, nimm, was du nicht kriegen kannst. Achso, du meinst die Schriftrollen oder was? Ja, dann nehmen wir alles raus. Schriftrollenmäßig oder was? Oder was für Zauber? Bei mir alles raus, was du brauchst. Ne? Ja, ich bin ein fucking Eulenbär. Ich kann nicht mal zaubern, ich hab nicht mal Hände. Alex, und bei dir? Kann ich mir die beiden auch rausnehmen? Nimm dir alle draus, was du willst. Avada Kedavra und alles Mögliche. Ja, denke da mal, nimm dir alles. Bei Yuzen nehme ich den Garn raus. Was denn? Na, nix, bist schon weg. Okay. Bin ich nicht für Klauen zuständig? Na, ich klaue ja offensiv und sag das vorher mit Ansage, weißt du? Klauen, so mit roter Nase? Oder was für ein Klauen? Muss ich dir nochmal beibringen, wie man klaut, du. Okay. Naja, dafür bin ich ja der Magier. Wolke, ich kann ja nicht englisches Wort Wolke, jetzt verstehe ich es. Cloud, okay.
Du, der Diebstahl, sowas verstehe ich nicht. Ich mache nur Frontkampf. Klar, der Eidbrecher versteht keinen Diebstahl, alles klar. Na klar, merkst du ja, oder nicht? Wäre ich gut in Diebstahl, dann wäre ich kein Eidbrecher. Gucken wir mal hier in die Basen. Machen wir nicht? Das ist eine Falle. So, also ich, David, kannst du uns heilen oder soll ich mir selber einen Trank heilen? Ich habe noch 8 Standardtränke und 6 dicke, also ich könnte mir auch locker mal Tränke reinpfeifen. Ja, aber nimm vorher das Amulett. Aber dann ja, gib mir das bitte. Ist vielleicht das Problem, das kann er nicht haben, weil ich in der Bärenform bin. Wieso? Ich kann mir jetzt auch zurückverwandeln. Ja, du hast auch 9 Leben, Leben, also könntest du ja eigentlich. Achso, man kann das dann nicht runternehmen von dir? Ich weiß es nicht, müsst da gucken. Okay. Weil ich halt nicht in der Form bin. Nee, kann man nicht. Na denn, David? Alter, schau, die hier drin ist ein richtig geiler Helm für dich. Ja, einen Moment, ich stehe wie gesagt noch in der Küche. Karl, dass ihr das nicht hört, dass ich den Staubsauger anhab, ist ja kurios. Ja, manchmal läuft das so. Oh, Geräuschunterdrückung, top. Schaulinchen. So. Schaulinchen. Schaulinchen. Ciao, Schaulinchen. Was willst du denn von mir? Guck doch mal in die Truhe jetzt, das ist eine coole Maske, Mann. Nimm sie doch einfach. Haben wir denn jetzt noch einen Kampf vor uns? Wir haben immer Dicker, wir sind noch nicht am Baldur's Gate. Ich glaube, ein paar Kämpfe kommen noch. Ja, ne, ist die Frage, machen wir jetzt eine Pause? Also beziehungsweise eine lange, kurze Rast? Haben wir überhaupt noch was übrig? Das Zaubern geht bei mir eigentlich ganz fit noch. Kann ich aber nicht nehmen, weil es mittlere Rüstung ist. Nicht usen, nee. Was kriegt dafür, dass der so Lärm ist? Fick dich. Aber deine Armbrust gefällt mir da, die du da drin hast. Die sieht ja ganz nice aus. Jetzt ist meine Armbrust. Genieß es. Hab Spaß damit. Ja, weil deine sein. Bewirke möglicherweise brennend, wenn du eine Kreatur mit dieser Waffe triffst, während du versteckt oder unsichtbar bist. Das ist ja perfekt. Das klingt nach dir. Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch öfter versteckt. Ja, und wenn du zustichst, ist es immer brennend. Aufgrund von verschiedenen Krankheiten. Also ich sag mal so, theoretisch gesehen, einen Kampf könnte ich locker mitmachen. Um mal die Frage von David zu beantworten. Ja, na, ansonsten. Bei mir geht's auch noch fit. Schnapp dir ein Dings, einen Trank und geht weiter. Müsste gucken, ob ich mich jetzt vielleicht nochmal verwandeln kann oder ob ich mich dann nicht mehr verwandeln kann. Das wäre vielleicht abhängig davon. Hab noch beziehungsweise ein paar. Wie viel Zaubersprüche ich habe, weil wenn ich keine Zaubersprüche mehr habe, dann kann ich halt nicht mehr zaubern. Bei mir ist halt alles chillig. Auf meinem Stab habe ich noch alles außer dem Meteorschauer und sonst habe ich noch 5 Zaubersprüche Stufe 1, 2 Stufe 3 und 1 Stufe 4. Also. Na, wisst ihr denn, welche Quest wir jetzt eigentlich noch machen wollten? Ja, hat Alex doch vorhin gesagt. Wir müssen jetzt da vorne zu Alex zum nächsten Altar. Altar? Altar. Altar? Altar! 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 Okay, ich bin bei Schaulinchen, aber hier ist irgendwie gar nichts. Also meine Lampe ist jetzt gedimmt. Die leuchtet zwar noch, aber nicht, dass du was cooles ist. So, mein Ohr. Ich bin da mit A und... Alter, was machst du da? Gehst richtig ab. Ich steh doch da nur. Nee, bei mir wackelst du ja hin und her. Bei mir Das sind die Entzugserscheinungen von dem Heiltrank, weißt du? War eine Überdosis. Das wird ja da ein bisschen okay. So, okay, also ein Tier könnte ich mich nicht mehr danach verwandeln, aber ich könnte mich zurückverwandeln und euch heilen. Dann bleib doch einfach in deinem Eulenbär, kack da und ist gut. Ey, der hat doch 9 Leben, was bringt das? Nee, ich kann nicht. Ein Angriff ist er weg. Aber ein Angriff, stimmt schon. Heiler hat sich doch gerade heilig. Brauchst du jetzt nicht. Du brauchst kein Heilen hier gerade. Bleib wie du bist. Weil du wunderschön bist. Meine Droidin ist am Arsch der Welt. Achso, die konnte wieder nicht springen. Das war das Problem. Oh, deine Gefährten, die sind eh immer irgendwo, wo sie nicht sein sollten. Kann einer mit der Statue quatschen? Nee. Ey, die schuld mir noch einen Fünfer. Nee. An der Truppe war das schon. Hab Weihrauch. Hier hinten ist noch ein Hebel. Zieh mal den Hebel. Hör mal auf! Zieh mal den Hebel. Ich quatsch mal mit der Tafel. Shroud yourself in blackest night. Achso. Schwört euch in schwärzeste Nacht. Okay.
Pfeile, ja. Hattest du nicht so einen Dunkelheitszauber? Achso, müssen wir uns hier verschleiern oder was? Trust your secrets. Vertraut eure Geheimnisse der Nacht an. Genau. Deliver the Night Mother's Mercy. Der Nachtmutter ihre Gnade zuteil werden. Sollen wir vielleicht hier alle Lichter ausmachen? Shroud yourself in blackest night. Deliver the Night Mother's Mercy upon her enemies. Ich raff's gerade auch überhaupt nicht, Leute. Kann diese Maske mit Verstärken was damit zu tun haben, vielleicht? Die wir gerade gefunden haben? So eine Maske? Ja, wir haben eine gefunden da in dieser Truhe, war eine, die hat Chaudine jetzt bei sich. Die war nur für kritische Treffer. Ne, es gibt ja auch Story-Sachen, weißt du? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt irgendwas machen, damit diese Feuerschale da oben runterkommt, oder? Was Gegenschießen ist? Wo ist denn die Feuerschale? Na, hier oben. Deliver the Night Mother's Mercy. Da kannst du einfach gegenschießen. Trust your secrets to the night. Ich bin nicht der beste Bogenschütze. Shroud yourself in blackest. Kann aber auch einen Feuerball nehmen. Jetzt bringst du gar nichts. Ja. Wir hätten oben aufs Gelenk schießen müssen. Ja, aber es hat nichts verändert. Nö. Wenn es mit Dunkelheit zu tun hat, hier kommt ein Lichtschein rein. Dann wäre es. Es gibt Dunkelheitszauber, aber wie gesagt, ich würde sagen, dass einer einfach mal kurz die Maske anzieht und guckt, ob er was machen kann. Kostet ja nichts. Jusen zieht die Dinger an. Was denn für eine Maske? Du hast bisher. Die wir gefunden haben, aber wie gesagt, der hat nur was mit unsichtbar zu tun. Ich weiß nicht, ob Versteuern und nach was damit zu tun hat. Nee, liest dir mal die Maske komplett durch, unten der graue Text. Was ist denn die Maske überhaupt? Da jetzt an. Weil damals bei der Hexe hätten wir uns auch quasi eine Maske aufziehen können, dann hätten wir entweder anderen Loot bekommen, beziehungsweise die überraschen können, damit angreifen können. Die Maske zeigt finstere Absicht. Und damit meinst du, kann man das. Du, wenn du es sagst, etwa, dann probier's mal aus. Ja, probieren wir aus. Mal studieren, wa? Ich bin skeptisch, hoch 3000, aber wir probieren es mal. Genau. So machen wir das. Okay. Alter! Spaß. Tot. Oh, das hat geflackert kurz. Ja. Oder flackert es immer mal. Okay, es flackert wieder. Flacker, flacker. Flacker, flacker. Okay. Hier flackert gar nichts mehr. Doch, hier ist irgendwie flacker, flacker. Geh mal zum Top oder zum Kelch. What? Zum Kelch? Zum Kelch? Zu dem Ding hier in der Mitte. Vielleicht kannst du es jetzt anquatschen mit dem Helm. Aber Alex steht doch genau davor. Ich kann nur davor. Die Kerze machen. Also, nee. Nein, das Ding hier in der Mitte. Ja, aber kein Fragezeichen klebt auf Alex. Was heißt das? Oder Alex auf wen? Nee, auf Jusen klebt das. Oder? Wirklich mal Jusen? Gar kein. Das ist in der Mitte hier. Nee, guck mal, jetzt hat sich's bewegt auf der Minimap. Geht mal zum Tor. Nacheinander. Nicht alle zusammen. Jusen zuerst, geh mal zum Tor. Was für ein Tor jetzt? Na genau da. Und David, das ist nicht. Jusen, geh mal. Da zu David. Sind wir schon wieder betrunken? Nee, na. Ja, Alex ist es. Seht ihr das auf der Minimap? Das bewegt sich. Wenn Alex sich bewegt, bewegt sich das Fragezeichen. Warte mal, Holzschale? Nee. Das Buch, was du eingepackt hast, oder? Ja, aber ich hab jetzt schon alle gelesen. Hinweis. Vielleicht muss Alex den Helm aufsetzen. Kann ich nicht. Geht der nicht? Kann er. Das ist ach so, ach so, das Ding. Der kann Türteil treten, aber der Helm ist zu schwer für ihn. Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Du kannst ihn ja trotzdem anziehen. Er ist zwar nicht für deine Klasse, aber vielleicht, weißt du, weil du die. Nee, Jusen hat ja sein Blut gegeben. Das war eine ganz andere Quest, oder? Mit dem Blutgeben? Das war, glaube ich, hier. Du hast die doch hier in so ein Altar reingemacht. Geht das mit Blut überall, Digga? Ich bin Blutspender. Ich hab Langeweile.
Okay, weiß es nicht. Was gibt's denn noch? Das lass uns Susan einfach töten und die Beute unter uns aufteilen. Tut mir leid, Leute, ich hab einen Job. Warum wollt ihr euch die Beute aufteilen? Nimmt doch einfach alles aus dem Inventar, Alter. Langeweile. Aber ich der eine wegen bin, der sehr viel tragen kann. So. Verscherzt das nicht mit mir. Ach nee, Nova habe ich vergessen. Der sind alle durch. Aber David, du als Charakter kannst nicht 240 Kilo tragen, oder? Das kann nur dein Eulenbär. Ne, das kann ich auch so. So. Oh. Haben wir uns jetzt geeinigt, wo wir lang wollen? Das ist ja leider heftiger. Ich hab mal alle meine Emojis durchgespammt. In der Zeit. Ey, da. Du. Irgendjemand guckt mir nicht zu. Hast du das Buch darauf gelegt, ja? Konntest du es darauf legen, oder? Ich hab's fallen lassen. Achso. Jusen, leg mal den Helm darauf. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Pack mir den ins Inventar. Jolien, ich pack dir das Ding ins Inventar. Jetzt von der Idee. Guck mal. Good luck. Ja, du schmeißt es zu mir. Aber wie gesagt, du hattest den Helm nicht und das Fragezeichen war trotzdem auf dir drauf. Also glaube ich nicht, dass das was mit dem Helm zu tun hat. Ja, ist immer noch auf dir drauf, Alex. Wenn du dich bewegst, bewegt sich das Fragezeichen. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Naja, sonst muss einer von uns mal ein bisschen Luki Luki machen. Was denn Luki Luki, Dicker? Wonach denn Luki Luki machen? Was man hier angreifen kann man's. Vielleicht muss man es angreifen, ja. Bei dem dritten Altar. Weil das müsste jetzt der dritte gewesen sein. Gib mir nochmal die Maske. Gib mir nochmal die Maske. Das Buch Lehren des Verlust. Setze das Buch ein, um einen geheimen Durchgang zu öffnen und mit starken Ausrüstungsgegenständen wie dem Nachtschwer und belohnt zu werden. Achso, das haben wir ja schon gemacht, oder? Haben wir das Buch benutzt? Ich glaube, keiner von uns hat einen Speer. Nee, aber wir haben den Helm bekommen. Okay. Setzt du das Buch ein? Wo sollen wir das denn einsetzen? Wir haben es ja wohl irgendwo schon eingesetzt, um einen geheimen Gang zu öffnen, meinte David gerade. Ja, na, weil wir den Helm schon haben. Also wir müssen, also wir können es ja nochmal machen. X ist 774 und Y ist 741. Aber das ist super weit weg. 7, 7. Wir sind ja bei Minus. Ist nicht eine Karte, wo ein Kreuz drauf ist, wo wir auf unserer Karte gucken können, ob das überhaupt die richtige Area ist, in der wir uns gerade befinden? Wir sind ja richtig. Ja, aber wenn du meinst, das soll Plus sein und wir sind Minus und das ist am anderen Ende vom Arsch, dann, also dem Mund, Shroud yourself in ist das blackest night. Du hast doch deine Koordinaten oben rechts. Trust your secrets to the night. Deliver the Night Mother's Mercy upon her enemies. Was, wenn ich hier auf Karte klicke, habe ich gar nichts. Du sollst ja nicht auf Karte klicken, du siehst unten rechts, rechts und an der Karte unten an der Leiste. Ja. Da steht Proben der Schar. Ja, bringt mir aber nichts, wenn ich nicht rausfinden kann, wo das ist, was das andere ist. Weißt du, wie ich meine? Damit man da einen Wegpunkt setzen kann oder schauen kann, was ist da in der Nähe, damit man weiß, wo man hin muss. Bringt mir ja nichts, wenn das Amok weit weg ist, wie du sagst. Ja, na, wir haben den Helm ja schon, deswegen weiß ich nicht. Hier hinten dieselbe. Das ist das, was ich auch nicht weiß. Wir müssen irgendwie hier hinten, glaube ich, in Dunkelheit ist hier. Wie kommen wir hier hin? Hier ist noch eine Prüfung auf jeden Fall. Dunkelheit. Nachtspeer, ja, sofort links drauf. Im besten Fall eigentlich hier hinten rechts lang. Oh, da kommen wir nicht rüber. Untersuch kann ich hier hinlaufen? Ja, schon untersucht das Gasthaus zum letzten Licht. Okay. Suche nach der Elektronik des Schattens. Finde heraus, wo in der Trümmern des Lundaufgangs die Tieflinge festgehalten werden. Das ist nochmal eine andere Quest.
Ich glaube aber und deiner links, David, ne? Na, ich habe gerade irgendwo hingeklickt, wo... Vertrauensprüfung. Oh, scheiße. Halt, stopp. Nicht mehr weiterlaufen. Hier müssen wir, glaube ich, weiter. Ja, hier ich gehe zu Jusen erstmal. Das ist aber cool. Also ist mir jetzt auch erst aufgefallen, man kann auf der... Nee, kann man nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, man kann auch auf die Karte klicken und er läuft in die Richtung. Das wäre aber eine coole Funktion. Immerhin. Ja, du kannst ja mal Markierungen setzen. Kannst du da hinlaufen. Ach du, geht ja alles. Wenn ich nebenbei ein paar Mal auf Karte drücken kann, wenn ich ein bisschen verpeilt bin, dann geht das schon. Okay, das Fragezeichen kommt. Mach die Tür zu. Mach sie wieder auf. Alter, was das Fragezeichen so alles kann, Alter, heftig. Lass mal sehen. Okay, uralter. Uralter Alter! So, hab den jetzt angesprochen. Jo, ich bin dabei. Jo, warte, wir kommen. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Gib Blut, Junge. So kommen wir voran. Ob der Dude war, Alex? Gutes Blut, ey. Und guck mal, jetzt kommt die Prüfung, jetzt kämpfen wir. Okay, hier sind drei Statuen. Okay. Kann man hier irgendwie Licht machen? Ich lauf mal kurz hier zur Treppe. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber versuch, dass du nicht die ganze Zeit im Dunkeln. Ich sehe doch alles. Ja, aber wenn du angegriffen wirst und es ist dunkel, Jusen, dann triffst du halt auch weniger. Erst recht auf die Ferne. Okay, kann man hier rüberlaufen? Hä? Wo bin ich denn? David? Ja, du stehst da. Ja. Okay, ich bin neben so einer Statue. Aber irgendwo höre ich mich manchmal doppelt, Leute. Ich glaube, das ist bei Jusen. Kann ich das echt? Ja. Was soll ich tun? Na, dein Mikro Dings einfach ein Stück weiter vom Kopfhörer und Mund wegmachen. Okay, so besser? Okay, wir können wieder zurück, glaube ich. Hab Hallo? Das Ding eingesammelt. Ja? Ja? Ist weg. Hörst du mich? Okay. Ich hab das Ding eingesammelt, ihr könnt wieder zurückkommen. Da ist gar nichts weiter, Digi? Hier ist so Arschduchs da. Oh, war nicht. Kann ich über Luft laufen, Alter? Seltsam. Dunkelheit, da hinten hast du es rausgenommen, ne? Aus dem Altar. Ey, die Viecher folgen dir. Was ist doch nicht. Warum bin ich jetzt hier oben? Ich ein bin tot. Tödlicher Schlag. Runtergefallen anscheinend. Was? Ich stand hier unten im Wasser und hab hier oben drauf. What the fuck? Na, guck mal, wenn du von der anderen Seite siehst, siehst du. Ich stand hier. Ich stand da. Da stand ich. Und bin zurückgelaufen wieder. Den gleichen Weg. Und bin dann im Nebel verreckt und bin zu dir geportet worden. Ja, du warst tot. Ja. Crazy. Aber ich bin auf einmal vor dir gelandet. Obwohl ich da unten im Nebel oder was da doch war stand. Sollte man vielleicht nicht zu lang drin stehen, würde ich sagen, Leute. Den Hebel hattest du hier oben schon benutzt, oder? Da hast du gesagt, das macht nur das Tor. Mach nur das Tor, ja. Ich hab jetzt hier noch einen Folianten gefunden. Aber der macht anscheinend nichts. Aber irgendwas müssen wir doch hier noch machen, oder? I need to hold on. Warte, ich geh mal 774. Ja, weiter geht's dann ja wahrscheinlich. Ja, aber guck mal, hier hier. Ja, wo wie war Ping nochmal? Da. Hier müsste. 41. Hier müssten wir mal das Buch einsetzen. Hier müssen wir das Buch einsetzen.
cautious. Das ist eine Falle. Kann ich nicht entschärfen. Vielleicht müssen wir vielleicht auslösen, damit da Geheime drauf sind. Vielleicht sollten wir alle weggehen. Obwohl, kann ich das auslösen? Geht mal weg da. Sollen wir da hin? Na, einfach weggehen. Okay. Cool. Ist hier was? Hier ist nichts. Ich kann hier rumlaufen, wie ich will. Hier ist noch keine Falle. Dann die Knöpfe noch? Ne, die Knöpfe kann man nicht mehr benutzen. Ich habe noch eine Schriftrolle eingesammelt. Jetzt ist auch eine Stunde. Jemand stellt sich mal in die Mitte und benutzt das Buch. Geheimeingang zu. Aber irgendwas in dem Raum hier müssen wir machen. Genau, hier haben wir letztes Mal in dem Raum gekämpft. Okay. Hier sollen wir ein Buch einsetzen, sagst du, ja? Ja. Wenn ich mit der Karte richtig bin. Müsste es eigentlich hier so sein. In dem Ding. Wo? Da. Ja, ist ein bisschen ungenau, weil es halt mit der Kamera genau ist. Ja, es kann nur mit diesen. Ne, aber der Granitsitz. Hier, da ist eine Vase, hier ist nur eine große Vase. Hinter ist kein Eingang. Ja. Hier oben sieht aber auch so geheimmäßig aus, aber laut Karte kommen wir hier gar nicht weiter. Ah ne, dahinter kann gar kein Geheimgang sein, das ist da, wo wir gerade waren. Lies doch vielleicht einfach mal einen Tacken weiter. Um den letzten Schattenedelstein in euren Besitz zu bringen, müsst ihr Raffas Eels alten Freund bezwingen. Er befindet sich im Osten des Tempels. Der Teufel hat davor gewarnt, dass er... Ja, im Osten des Tempels, da steht... Raid, oder wie man den aussprechen soll. Vielleicht müssen wir alle Lichter hier kaputt machen, weil es soll in der Dunkelheit gehüllt sein. Aber David sagt ja im Osten, wir sind doch von unten gekommen, also ist Osten genau auf der anderen Seite, wo wir gerade sind. Ja, na, kann sein, dass wir hier jetzt, wie viele Schattenedelsteine haben wir denn jetzt eigentlich? Ich habe keinen Plan. Wer hat sie denn in der Tasche? Bei mir sonst in der Tasche. Alter, du hast mich voll erwischt. Also aussieht bloß einer. Ne, zwei. So, okay. Weil das habt ihr jedem Widerstand im. Nee, du hast den dritten, David. Wir haben schon alle drei. Naja, dann. Du bist vielleicht fertig. Weil hier steht, habt ihr jeden Widerstand im Keim erstickt. Also die Typen, die hier drinne waren, müsst ihr das eiserne Fallgitter öffnen. Da sind wir ja jetzt hier rein. Ja. So, ihr findet im Raum vier Knöpfe, die mit Fallen versehen sind und schärft und drückt sie hinterher, um die Gitter zu öffnen. Das haben wir ja auch gemacht. Genau. Im Bücherregal befindet sich das Buch, bla bla bla. Setzt das Buch ein, um einen geheimen Durchgang zu öffnen. Und mit starker. Achso, nee, da haben wir den Helm jetzt her, genau, deswegen. Wir könnten einen Speer oder einen Helm bekommen, wenn wir den Helm bekommen. Ja. Genau. Genau, dann müssen wir jetzt, um den letzten Schattenedelstein in euren Besitz zu bringen, müsst ihr Raphaels Feind besiegen, der befindet sich im Osten. Naja, also müssen wir nach Osten, wo man den blauen Punkt sieht. 651 und 700. Da, wo diese Dryade ist, oder was? Müsstest du dieser genau. Dryade? Der Dryade ist doch keine Ahnung. Ein Dryade, Trade. Das ist eine Dryade, ja. Ja. Da müssen wir hin, müssen das wir ist da? Der Osten. Ja. Also. Dann los. Haben wir jetzt aber lange gebraucht, Leute. Wir müssen
müssen da runter. Wir müssen irgendwie runter. Ich glaube, David erstmal hinterher und wir kommen da, glaube ich. Ja, hier kamen wir doch, oder? Ich nicht. Wir müssen runter. Ah, hier gab's eine, hier gibt's eine Felswand. Da können wir runterklettern. Ich folgte. Ach, da wo diese Kackviecher sind, okay. Aber ich laufe doch richtig, Leute. Wo klettert ihr da hoch? Nein, du läufst dann jetzt wieder hoch. David, du musst da mal weggehen dann immer. Du blockierst den Weg. Hätte ich so eine riesen Schattenhand, seht ihr die auch? Wir müssen echt unter uns lang, ja? Hier oben bin ich falsch, oder was? Na, um zu dieser Dreale zu kommen, glaube ich, müssen wir hier unten lang. Ja, ich laufe immer weiter in die Richtung und bin oben. Wohl, wenn ihr irgendwas mit unten gesagt habt. Da, wo wir gegen unsere Schatten gekämpft haben. Und ihr seid unter mir jetzt, ne? Das heißt, ich bin komplett falsch gelaufen. Aber vielleicht bist du der Einzige, der richtig läuft. Also laut dem Internet müssen wir hier. Na, da wo wir gerade langlaufen, ja? Mann, ich bin nicht laufen, ich will pingen. Also da, wo ich bin. Hier war überall noch was. Da unten ist jetzt gerade auch Licht angegangen. Also die Fackel ist gerade angegangen. Ja, da ist sowas kaputt gegangen gerade. Ja, hier gibt's auch noch ganz viel Loot, also hier waren wir anscheinend noch nicht. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Aber es ist mein erster Tag, ich weiß es nicht. Ja, du bist ja sowieso nur der Praktikant, der geopfert wird. Na, ich mach's ehrenamtlich, ja. Voll in die falsche Richtung gelaufen. Ja, das Wort kenne ich. Ich wollte im Du-Nachricht an. Interessiert mich. So, Typ. Okay, aber es riecht nach einem Kampf hier, oder? Ich bin auf dem Weg. Oder was sagen die Mitstreiter? Ich gehe erstmal zu Davidoff. So. Warum folgen mir die Ratten? Das finde ich jetzt echt komisch. Links, Pfeiler, links. Links, ja. Links. Vielleicht riechst du ein bisschen nach Käse. Ach, oder ja, die kommen runter. Aber runter zu euch jetzt. Haben wir den Typen vielleicht schon besiegt? Nee, wir waren hier noch nicht. Wir haben es noch nicht gelootet, wie gesagt. Also hier waren wir noch nicht. Das ist ja in einem. Wir waren ja schon, aber wir sind in die eine Richtung nicht gegangen. Wieder nach links, Alex? Also nach oben Richtung Norden oder nach? Ja, geradeaus. Und dann musst du da eher links, genau. Links da. Links den runter, wo die Blutspur ist. Was? Nee, nicht. Nee, oh, nicht okay. Runter. Hoch. Nicht runter. Du musst da den Felsen hochspringen. Also wenn hier keiner mehr ist, dann müssen wir die alle einbüßen. Aber hier ist leider nirgendwo beschrieben, wie viele Sterne es gibt. Hier, bei mir. Nee, nicht da, du. Nein, ich hab gedacht, wieder hoch. Nein, ich hab gesagt, hier drüben. Weil ansonsten zoomen einfach hier mit der Kamera zu Alex und klickt dann einfach drauf. Die sind schon vorgelaufen. Ist da was gewesen? Ja, ein bisschen Loot. Ein bisschen Loot ist hier. Aber keine Gegner. Ich hab diesen kleinen Stein und nicht gesehen. Ruhe, ich hoffe, die explodiert nicht. Ich hab da jetzt überlegt, wie ich da lang komme. Deswegen habe ich gedacht, links oder rechts runter und dann irgendwo hochklettern. Ich wusste, dass Charlene als nächstes kommt und erstmal gleich nochmal nachchecken wird hier. Hat der Jusen alles gelootet? Kennt du den Jusen? Hä? Hast du nicht, da waren noch zwei Vasen links. Ja, dachte ich mir schon, dass du wieder meckern wirst. Ja, ja, hier ist auch, na, guck mal, hier sind noch da war ich noch gar nicht, ja, es kommt. Ja. Da war ich noch gar nicht. Guck mal, Urlaub. Ich bin nächste Woche wieder da. So, aber hier ist nichts. Nicht? Okay, dann müssen wir hinten wieder runter.
anscheinend. Oh, aber gut, wenn es dran ist. Ja, gut, dass ich hier nicht gerade hoch bin. Ah, ja, nein, halt, stopp, abbrechen. Oh. Hier gehst du eine Wand wieder, ja. Du bist gesprungen, ja. Wer ist gesprungen? Na, Petersen. Scheiße. Hast du Mord begangen? Nee, der lebt. Okay, ich sehe auf jeden Fall, wo wir die drei Steine einsetzen können, aber ich sehe nicht, wie wir da hinkommen. Naja, gut, jetzt sind wir genau an der Stelle, wo ich mir diese Frage gestellt habe. Ist das schön, dass wir jetzt alle mal hier angekommen sind. War das nicht hier oben? Ich würde sagen, wir müssen nach links runter und gegen die Ratten kämpfen, die da vor uns warten. Ich glaube, da, wo diese komische Schattenhand ist, seht ihr die? Ich glaube, da müssen wir wieder hoch und dann darüber klettern. Griff rein, ihr wisst schon. Oh, Peter, dann komm mal zu mir. Ja, aber dass ihr die Schatten nicht auf dem Boden seht, krass. Ich sehe nur Hände irgendwie. Ja, wundere dich nochmal, dass du Hände siehst. Ja, ich wundere mich, dass ihr das nicht seht. Wieder den Weg erstmal zurück, da wo ich stand, ja. Du kommst zu mir erstmal und zusammen gehen wir dann zu David. Das ist der Steckenpferd-Modus gerade hier. Also zurück. Okay. That should work. Na, ich kann die anziehen, Alex. Ja, maximal oder so. Ja, okay, es sind Heimlichkeitswürfe, das andere ist halt. Ich bin grad blöd. Ja, da hoch, genau. Da nach rechts. Genau. Da steht Jusen auf der Treppe gleich. Genau. Ja. Also da, wo ich vorher war. Gut. Dann wieder hoch. Okay. Gerade zu Jusen einfach hindurch. Ich stehe auf der Treppe. Oh, warte, wir sind erstmal alle da. Jetzt kann ich erstmal speichern. Ja. Ja, das kannst du. Ich soll da normal laufen. Und Pfeiler, du kannst jetzt da unten mit dem Altar quatschen. Wir haben schon geguckt, du bist der Beste dafür geeignet. Da unten. Na, dann drückt man die Däumchen. Du hast auf jeden Fall die besten Voraussetzungen. Mal schauen. Ja, genau. Brave the gauntlet of your Lady Shah, surmount her trials and rise a dark justicier. Okay. Kannst du da nämlich Geschichte und Religion würfeln? Dann auf jeden Fall Geschichte, lieber Alter. Ich glaube, er kann beides. Aber Religion bringt nichts. Das bringt nur plus 3, aber Geschichte +3, +3, weißt du? Ich habe ja gesagt, ich denke mal, er kann beides machen. Aber Geschichte ist besser. Geschichte. Geschichte, komm hier, ich klick's doch an. Geschichte. Okay. Willst du einen Bonus, Digga? Nee. Ich hab schon so 6 Bonus und muss nur eine 10. Gut, ich frag dich nicht wieder, ist okay. Ja, ist okay. Aber das weißt du doch, Jusen. Alles okay. 10 und runter, auf jeden Fall kein Bonus. Würfel. Guck aber nicht hin, wie immer. Ja. Nein. Okay, hast du geschafft. Hast du. Ja, aber so weit von locker. You recall them being an inner circle of Shah followers, elite warriors loyal to their last breath. Das kann ich immer noch Religion machen. Alter, jetzt brauchst du einen Buff. Jetzt brauchst du einen Buff. Ja, komm, hier kriegst du einen. Hier, bitteschön. Noch jemand was? Vielleicht? Nee, okay, let's go. Komm, du schaffst das. Ich bin ja da. Klar, locker. No, wow. Fuck. Eins. Okay, du kannst nochmal bekommen, würfel nochmal. Ja, eine Eins ist wirklich kacke. Hat noch einer einen Bonus? Weil ich das hier nicht so versuche. Nein, hat keiner einen Bonus mehr. Nicht auf Intelligenz. Oh, rein. Alter, was? Ja, das einen würde ich sein. Noch machen. Nein, 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 nein. Das ist ja.
Doch, die Alex sagt doch, wir machen okay. Ein kritischer Fehlschlag ist wirklich das Absurdeste. Also. Ja, ja, aber doppelter Crit. Würfeln, einfach würfeln, nicht okay. denken. Ja, ich gucke auch diesmal hin. Hauptsache kein Crit, Alter. Ja, okay. Ah, schade. Aber das ist nicht so schlimm verkackt wie ein Crit. Ja, aber ist ja die Frage, weiter, was jetzt passiert? Was kannst du oder überlegt er jetzt einfach nur? Mach Leute, weiter. Die Dinger kriegen wir wieder rein, also so ist nicht. Ja, aber. Du hast doch vorher gespeichert. Stimmt schon. Ich sag nur, das bringt. Ich mach einfach weiter. Ja. Okay. Ja, ich mach einfach weiter. Sonst laden wir neu. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Okay? Ja, ich find's okay. Shaolin? Mach. Okay, cool. Wir reden jetzt damit. Stealth, martial prowess and navigating their goddess's darkness. The trials may test such skills. It seems they would complete their initiation with the blood sacrifice of a Salunite. Wow. Wow. Okay. Einfach weggehen. Ja. Aber wir haben jetzt nichts gewonnen dadurch irgendwie überkommen, oder? Hab ich ja gesagt. Außer wie gesagt. Weil's weil's einfach nur Nachdenken war. Ist jetzt nicht so, ob wir überlegt haben, dass wir es anfassen oder. Aus Religion hätte ja da sein können, dass er aus den Schriftzeichen, die hier überall sind, irgendwas ja, Wichtiges hier rausgelesen hätte. Komm mal rauf hier aufs Podest. Hätte Fahrradkette, aber wie gesagt, wenn wir einfach nach unserem Instinkt machen, dann haben wir die Punkte gleich wieder drin. Was ist dieser Instinkt? Aber weiß auch nicht, oder? Inspiration. Das ist, wenn du Sachen machst, die zu deiner Klasse quasi passen. Genau. Und da unten können wir den einsetzen jetzt. Na denn, Altar? Das hab ich doch nie hingestellt. Ich hab die Tafel hier angeklickt. Jusen, stell dich mal dahin. Okay. Bereit zu ja, okay. War wirklich war Alex. Wie gesagt, weil er da reingeklickt hat. Na, du ich wollte es mal überprüfen. Okay. Nur überprüfen. Hier ist noch so eine Tafel, die man lesen könnte. Was steht da drauf? Spill the blood of Saluna and rise a warrior of Shah. Wir brauchen so ein Blutgefäß. Nee, die letzte Kugel fehlt doch da noch. Auf der anderen Seite. Ja, ich musste die bei David jetzt rausnehmen. Genau. Ach so, das hätte ich drauf geklickt. Kannst du das überhaupt in deinem Eulenberg? Ja, der hat Angst. Bin nur ein bisschen eingeschränkt. Nice! Das geht weiter. David, speicher mal bitte. Bleib hier stehen. Ja, genau, das ist auch eine gute Idee. Ich muss nochmal noch rein haben bei mir. Wieder mal mein Kakenny liegen. Sonst bleibt Bildschirm. Ich weiß auch so drei im Keller. Ich wollte jetzt sagen, Verzeihung. Ja, müssen wir hier noch irgendwelche Gnadengaben geben oder nicht? Ja, nehmen wir erstmal die Vase kaputt. Leute? Wir müssen noch irgendwas hier raufstellen, oder? Auf diese komischen Podeste. Shroud yourself in blackest night. In schwärzest Nacht. Nein, nicht dahin laufen. Oh. Vielleicht müssen wir auch schwimmen. Deliver the Night Mother's Mercy. Das ist doch nur Tafel zum Quatschen, oder was? Ich dachte, man muss da was draufpacken. To the night. Jetzt war hier. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach hier rein. Okay, gespeichert haben wir, ja? Ja. Aber wollen wir nochmal lieber? Ne. Okay. Wollte ich gleich wissen. Dann gehen wir durch. Oh, you are ready. Bei mir ist eine Sequenz. Or so you hope. Hier ist eine Sequenz. Ja. Hast du wirklich fortfahren? Ich mach erstmal nein. Kommen wir jetzt in Akt 3? Ja, ja, wir kommen hier weiter. Ja, anscheinend. Ja, aber von der Story her müssen wir da rein. Und dann weiter.
Ja, aber da stand gerade, wenn wir jetzt da weitergehen, dann sind einige Quests vielleicht nicht mehr verfügbar. Richtig. Also teleportieren wir uns erstmal ins Lager und gucken in den Quests, was wir dann erstmal machen, bevor wir hier durchgehen, oder? Wir haben ja gespeichert, wir können ja durchgehen und gucken, ob was fehlt. Okay. Your party is gathered. You are ready. Or so you hope. So tun wir dies. Jetzt. As you step into the silent water, a foreign dread travels through you. It curls its way up your leg, squeezing tight. Okay, Paul, stirb schön. Und tot. Ich bin zur dunklen Seite der Macht gewechselt. Die haben leckere Kekse. Oh. Alter, die geht hier zu. David! So kommt man in Akt 3 rein. Ja. Jetzt ist es ein Eulenbär, kein Magier mehr. So, Alex, dann guck mal gleich, ob die Quests weg sind oder nicht. Nein, nicht. Stand er da? Ja, jetzt erstmal hier die Welt an. Ja, ich dachte Drahtmodus. Stacheldrahtzaun in the morning! Clear the way for me. Stacheldrahtzaun in the flesh you are. Ey, den kennen wir doch. No. Nee, also ich kenne nicht den Devil. was haben wir denn da? Ich werde für angreifen. der guckt so komisch von oben herab. Das mag ich nicht. Warum guckt denn so von oben herab, Alter? Da ruhig mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, der Junge. Zur Belohnung dürfen wir uns ein Meisterstück ansehen, aber. Den kann er sich für sich behalten, in seinem Meisterstück. Hat er bestimmt in der Hose versteckt, der Pferd. Nee. Nein, dann sowas spiel ich jetzt gar nicht mit. Ich würde erstmal ein paar Antworten wollen, bevor wir angreifen, aber die anderen beiden wollen gleich angreifen. Ja, ich hab Bock jetzt. Komm schon, wir haben gespeichert davor. Komm schon. Ich will auch kämpfen, wir müssen erstmal wissen, nicht, was für ein Ort das hier ist. Vielleicht gibt's da was. Der neigt zur Selbstüberschätzung. Tötet ihn! Den Ungläubigen! Amen, Bruder! Tötet ihn! Kreuzigt ihn! Es gibt nur einen Kriminellen auf dieser Welt. Erstmal fragen, wie er hergekommen ist. Vielleicht kommen wir wieder zurück. I followed you. It seems Sharp has granted my master general form and so sought to prevent me from entering in his name. Luckily, you were the perfect agent in helping me slip past her defenses. Now the night song. Nein, wir helfen solchen Menschen nicht einfach. Oder ist das noch ein Mensch? Wir helfen solchen Wesen nicht. Mann, was will der denn jetzt quatschen? Er wollte uns einen echten Hasen zeigen. Ja, ich dachte, er wollte uns irgendwie eine heftige Waffe zeigen. Not a shadow. But don't take my word for it. Come, see for yourself. So wie er aussieht, ist er schon mal einem Zwerg begegnet. Jetzt kann man von hinten. Ja, der ist verliebt, glaube ich. Okay, da ist er wieder neu. Jetzt müssen wir ihm folgen, oder was? As if the softest push could send me drifting away. Aber wie gesagt, Alex, sind jetzt die ganzen anderen Quests weg, ja? Also, Mondaufgang haben wir noch, Heilen haben wir noch. Ja, da sind echt viele weg. Was? Oder? Nö. Viele? Nö, wenn du unten noch ist, ich suche das Nachtlied, ist noch da. Ist doch fast alles, ist doch alles da. Wir haben alles da noch, ja. Ja gut, weg, aber ja. Peter ist jetzt weggeflogen und ich weiß nicht wohin. Wo ist denn Nami-Sicht? Nur Schnellreise ist von hier aus nicht möglich. Nami-Sicht ist weg. Wir sind an der Klippe, ich glaube, wir müssen hin und her springen, oder? Ja, dann spring mal. Viel Glück. Ja, wo? Oder wo bist du jetzt hin? Weiß ich nicht. Oh, also hier nach unten könnt ihr springen. Wo? Also wollen wir da jetzt weitergehen, ja? Wo du bist? Aber das tut doch weh, nee. Nicht krass. Chillig. Oh, da sind Gegner aber.
Auf jeden Fall ist er ein Typus. Ein Rächer, oh Gott. Nee, das ist kein Gegner, der geht weg. Der geht weg. Der war lustig. Der geht weg. Hört ihr zu? Ne, will das hier mit dem quatschen? Was? Na doch, nee, meinst du nicht? Nein, nee, weg, guck. Okay. Weg ist er. Okay. Muss mal, glaube ich, noch runter. Mal zu früh springen. Das läuft schon mal runter. Ja, Digga, wie du da runter springst, schon leicht majestätisch auf jeden Fall. Oh, normal. Alter, hast du gesehen? Alter, das sind doch auch heftige Sprünge, also. Alter, David, du. Ich bin fast tot, Alter, ja, warum? David, Alter. Man, dann frag ich doch mich nur, warum. War gut, dass er mich nicht getroffen hat. Alter. Danke. Jetzt hab ich dich gehalten. Nein, ja. Ich wollte mich doch nicht. Schön. Tut mir leid, warum ist ein Springen jetzt weg bei mir hier im Meetings? Nee, ist ganz toll, David. Kannst du es noch dreimal machen? Ich bin jetzt noch auf Alex. Weg. Ja, entweder da haben wir jetzt Snow oder ich muss ein paar Tränke nehmen. Ja, mach doch. Oh, Rinder. Hm. Ich hab aus Versehen einen Spring bei mir gelöscht. Du kannst, drück mal I. Hallo? Ja. Hi. Drück mal I, dann hab ich getan. Dann gehst du auf Zauberbuch. Ganz oben. Die vier Bubbles oben in der Mitte. Ja, genau. Über deinem Charakter. Da ist so ein Helm, ein Buch, ein Trank und ja, weiß ich nicht, Kreis. Du gehst auf das Buch. Ja, dabei allgemein, das zweite bei dir. Da unten die gewöhnliche Aktion. Da kannst du springen, dir wieder reinziehen. Da bin ich auch gerade falsch. Na, ist egal, ich zieh's erstmal rein. Oder auch nicht. Okay, der eine sagt, tötet sie. Charmant. Den likest du mal in der nächsten Geburtstagsparty ein. Wenn ich den jetzt angreife, meinst du, der ist dann böse auf uns? Auf jeden Fall wird er uns keine Bananenkarte schicken. Dann allgemein, also. Dann springen. Ich werde erstmal für speichern, bevor du so eine verrückte Tat. Und einfach tust. Z drücken. Sehr schön. Speichern mal, David. Alter, mit dem Sprung. Ja, die ist in Blood Rage. Okay, oh. 0. Ja, aber ist weg. Okay. Ja, der war nie da. Sehen wir so wie Peter. Die haben nie existiert. Da vorne sind sie wieder. Und die verschwinden halt immer. Was soll man machen? Was soll man machen? Mein Gott. Nehmt ihr auch noch ein bisschen was mit hier auf dem Weg oder lasst ihr aus Prinzip alles liegen? War da was? Ja, wenn du drückst, dann. Danke. Okay. Ich hab nichts gesehen. Klar, überlass dem Zwerg die Drecksarbeit. Ja, ja. Ey, ich warte. Wer Töner trinken kann, sagen. Alter, sollte nicht meckern. Du kannst mehr tragen als Icke, also von daher. Ja. Schön, dass David genau darin rennt. Ich komm nicht rüber. Oh, jetzt habe ich auch noch 8. Nee, also wenn man auf genau den anderen drauf springt, dann okay. Also ja, es wäre gut, wenn wir einfach da stehen bleiben würden, wo wir gerade hingesprungen sind, bis alle anderen da sind. Pfeiler rennt wieder rum. Bleib mal kurz stehen. Du sollst kurz stehen bleiben, ihr sollt aufhören da rumzurennen. Wenn wir da runterspringen und euch treffen, dann kriegt ihr Schaden. Ja, deswegen ja. Laufen wir doch von euch weg, damit ihr hier raufspringen könnt. Also wir beide sind wir vorgesprungen. Und ja, wir können da überall hinspringen. Da wo ihr hin, da wo ihr steht, können wir auch hinspringen. Alex springen erstmal. Oh, das gibt's noch nicht. Oh, Platz 10! Balthazar. Oh.
come to add more bars to my cage? Ich stehe noch oben. Nee, jetzt stehe ich unten. Oh, ich der Türzerstörer. Der Türzerstörer. Okay, die will ich anfassen. Du willst es nicht. Verständlich. Ziemlich aufdringlich. I invite you. Heap more sins upon your head. My retribution will be all the sweeter for them. All this time, and you still fail to appreciate the gifts I bestowed on you, Aelin. Sad to see a thing of beauty not recognize its own worth. But General Thorne, he appreciates you. Er hat sich versucht, mit Stacheldraht im Gesicht zu waschen. So, I am here to whisk you back. Erfolgreich, würde ich sagen. Ich dachte, der hat versucht, die Stachel da durch, zum Maschendrahtzaun durchzuholen. Er geht weiter durch mit Maschendraht, einfach nur die Zähne putzen, aber das wäre rutscht. Musste niesen. Ja, der hat eine Eins gewusst. I'm sure you'll be on your best behavior for him, but just in case, I've taken some precautions. Keep back. It will take quite some concentration to secure Aelin for her little journey. Oh, lass ihn mal ablenken. Schurke hier. Na, Alex. Gib alles. Schurke, würde ich sagen, ja. Person, please. You insult her. You insult me. Das war meine Intention, dich zu beleidigen. Aelin is so much more than that. She is an Asimar. Bound to a soul cage of my creation. And lending her immortal strength to General Thorne. Her power. His will and my genius. An unsurpassable feat. Ramblings most unsane. Der ist ein bisschen narzisstisch veranlagt, oder? The maggots ate his brain long ago. Mühchen. Hold your tongue, Aelin. Or I'll take it away from you again. And you, no more questions. No more interference. Ich hab von vorne rein nicht gebrochen. Beim ersten Mal schon. Hier, komm. Ja, Alter, ich will dich kämpfen. Angreifen, Mann, komm, mach wieder weg hier. You cannot stop what is to come. Wir haben gespeichert, glaube ich. Let us mix. Oh, okay, okay. Okay. Wir haben nicht alle viel, aber... Ich hätte oben stehen bleiben sollen. Ich hätte oben stehen bleiben sollen. Gut, dass David nur 8 Leben hatte. Ja, und tot ist. Was wollen wir noch tun, damit wir sterben? Ich glaube, wir laden neu und dann lassen wir David erstmal heilen. Ich wollte mich ja vorher heilen, ich wusste ja nicht, dass er da unten ist. Na, dann neu laden wir was. Wie viele? Guck mal, diese Schaden, die machen erstmal. Erstmal gucken wir, aber. Ja, das reicht, das reicht. Also, wir kriegen Wurfschaden und Gifty Moon. Alter, bist du in der Nähe von David? Es stehen überall hier welche rum. Sind hier alle Fernkampf? Ah, das sind hauptsächlich Bogenschützen. Aber keiner kann David hochholen, oder? Nein, wird schwierig. Giftimmun und Nahkampf, also ich muss ordentlich austeilen. Und Elementschaden müsst ihr eher machen. Auch hier bei dem was Boss. Diese Abtrünnige hier, also die was sind alle Wuchtschaden. Wuchtschaden. Aber die sind auch nur gegen Giftimmun. Also nee, das Skelett Stufe 7 hat Wuchtschaden minus. Da könnte man mit Wuchtschaden den ordentlich eine verpassen, den großen da oben rechts. Alle sind Wuchtschaden. Alle sind Wuchtschaden? Okay, dann muss Jusen die und so machen. Aber hier Olle, den Haupttypi, wie gesagt, der Wuchtschaden bringt bei dem gar nichts und Gift auch nicht. David ist so abseits, ist schwierig erstmal zu ihm zu kommen. Magische Rüstung. Wir brauchen jeden von uns bei diesem Kampf hier. Ich muss, das kacke, wenn er schon mal auf dem Boden ist. Ich muss den da richtig in den Arsch. Und könnte ich da oben stehen, wo David und die anderen da stehen, dann ja, werdet schon jetzt andere Sachen. Wir könnten vielleicht versuchen, ihr Debuff, also im Seelenkäfig, zu heilen. Vielleicht hilft die uns doch. Naja, oder bevor wir auch da runterspringen und in das Gefecht gehen, könnte man hier vorne schon Fettpfützen hinlegen. Wo ist der Zaubertyp? Weißt du, also könnte man hier so Fettpfützen hinmachen. Noch weiter da ist da, ja. Und wenn wir dann ins Geschehen reingehen, dann stehen da, wir wissen ja, wo sie stehen. Vielleicht kriege ich die Fettpfützen sogar, wenn ich da oben stehe, hier, sogar noch bis hier hin gespawnt. Ah, scheiße, wir müssen den Typen da stehen sie ja dann.
Der hat eine Aura, das verbündet Untote resistent gegen Hieb, Stich und Wuchtschaden. Aber wir müssen von dem, ihr dürft an den Dude nicht dran stehen und ich muss da oben stehen. Dann mache ich den platt, ist kein Thema. Und ihr müsst euch um den Rest kümmern. Aber man könnte halt, wie gesagt, mit den Fettpfützen vorarbeiten. Kümmer du dich um David, ich und Charlene versuchen hier wegzukillern. Du musst nur da oben die zwei wegkillern, damit David das versteht. Nee, wenn der da unten weitermacht, das dafür, deswegen der bin hier ich muss zuerst fallen, eigentlich. Man muss ja mal gucken, was passiert, oder? Wenn ich mit David hier oben stehe. Das müssen wir erst mal abwarten, was dann passiert. Aber ich würde trotzdem für euch vorbereiten, da eine Fettpfütze und dahin. Dann könnt ihr mit einem Feuerpfeil oder sowas das anzünden, wenn die Gegner halt dastehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also mein Plan ist, geht zu David, ich und Charlene regeln das hier unten. Oder wir laden halt neu. Wir versuchen es einfach, ist okay. Und David heilt sich erstmal. Ich muss mich vielleicht gar nicht heilen, wenn Alex mir nicht auf den Kopf springt. Du hast vorher schon nur 9 oder 7 gehabt, jetzt mit deinem komischen Bär. Und wenn wir Glück haben, laden wir sogar noch vor, dass du noch volle Leben hast. Ja, da unten ist die Fläche. Ich weiß halt nur nicht genau, wie meine... Aber es ist halt nur die Frage, wir können noch eine lange Rast machen, dann hätten wir alle Optionen offen. Ne? Wir können jetzt aber hier nicht weg. Nee, oder? Nee. Wir können keine lange Rast machen. Nee. So, weil wir im Gefahrengebiet sind. Richtig. Ja. Deswegen dieser rote Rand auch beim... Deswegen hatte ich das ja mit den Fettpfützen auch gedacht. Hätte man gut agieren können, die spawnen da ja wieder gleich an der Stelle. So, sind wir jetzt. So, nee, weiter wir runter geht's noch. Da unten geht's, also da müssen wir hin und wenn man hier steht, geht's los. Warte, ich springe erst. Ja. Na gut, ich springe da nicht hin. Ich bleib jetzt stehen. Geronimo. Jusen stehen bleiben. Ja, nicht weiter, Jusen. Okay, ich bleib hier. David, willst du vielleicht erstmal da so hin? Da geht's ja noch nicht los, aber da hast du genug Platz, dass du Jusen vielleicht nicht erwischst. Ja, warte, ich laufe noch ein Stück nach vorne. Ja, alles gut. Alex ist ja auch da, ich komme auch. Ja, aber die Gegner waren alle eigentlich auf dieser Plattform da unten, ne? Hier richtig, oben. Deswegen wollte ich ja versuchen, ob ich nicht... Warte, ich speichere jetzt. Genau, danke. Deswegen wollte ich versuchen, wenn ich da und da vorher schon eine Fettpfütze hinmache. So, ja. Warte. Wenn das funktioniert. Ich kann nur Fettpfütze machen? Ja, ich könnte beide Fettpfützen machen. So wie ich es gesagt habe. Aber die halten nicht lange, also wir müssen dann... Danach müssen wir gleich ins Gespräch. Da muss einer gleich nach unten hüpfen. Ja, dann mach ich das. Ja? Dann mache ich jetzt beide und dann hüpfst du runter und läufst rein, ja? Oh, nee, genau. Wäre besser, wenn Jusen das macht. Genau. Und ja, du läufst... Genau. Also, Jusen, geh mal an die Klippe, wo die beiden Jungs stehen. Ran. Ich bleib hier oben. Ja, ich spring von hier oben runter, dann mache ich mehr Schaden. Ja, genau. Dann mach schon mal... Spring rein, dass du runterspringen kannst. Und wenn ich dir sage, jetzt springst du runter und läufst zu den beiden Typen da vorne hin. Ja? Okay. Okay. Okay, geht gleich los. Gut zu wissen. Der Übelkeit, okay. Das noch den anderen wählen sollen. So, also der da hinten, also ich könnte jetzt, kann ich drüber kommen? Ja, ich könnte jetzt da hinten springen, aber die sind halt alle resistent. Oder soll ich die Kleinen erstmal umhauen? Kannst du die Fettpfütze mit dem Feuerpfeil anzünden hier, bitte? Ja, aber ich würde jetzt mal David hier vorne an die Klippe links springen lassen zu abtrünniger Zerstörer und abtrünniger Verteidiger. David könnte theoretisch auch dahin springen, aber du müsstest die Fettpfütze anmachen, da sind drei Leute drin. Wenn du willst, dann mach ich das mit dem Fettpfütze an. Ja, und dann hüpf rüber und gib Attacke.
würde ich sagen. Oder wohl. Also. Wir reden noch. Noch nicht machen, wir reden noch. Achso. Gut, aber ist auch gut. Ich fand's gut. Reden wir noch? Ja, wir reden noch. Also ich könnte da rüberspringen und den. Ja, die sind halt wegen Wuchtschwaden resistent. Die kriegen halt super wenig. Na sonst, David. Wir probieren. Mach doch erstmal hier vorne sonst die sichere Nummer. Bei denen. Ja, da ist jetzt Feuer. Ja. Na, Feuer ist da, ja, aber die ist doch nicht schlimm. Wenn du hier jetzt hinhüpfst, bist du erst bei der Blocker. Wenn Yuzen noch laufen kann, kann er sich ja in deine Richtung jetzt stellen. Oh, vielleicht kann sich ja Yuzen erstmal so ein Stück irgendwo da vor dich stellen, ohne im Feuer zu stehen. Ja, ich kann ja nicht mehr so weit laufen, aber ich kann ihn auf jeden Fall umfallen. Wo ist eigentlich der Dicke hin? Leute, wo steht er? Hier hinten, okay. Ja, danke. Ich bin aber nicht dran. So, ich kann nichts mehr machen. Was lachst du denn da so, Shoddy? Na, ich hab nicht gedacht. Ich hab gesagt, Achso, aber kann man kichern. Muss Alex jetzt interagieren, damit ich noch was machen kann, oder bin ich überrascht gewesen? Oh, der Dicke ist da. Ja, da würde ich gern was hinsetzen, wenn ich meine Zauber zur Verfügung hätte, aber du bist noch vor mir dran. Na, ich hab beendet. Du bist dran. Nö, dann wurde ich wohl überrascht. Muss auch beenden. Ich hab das schon beendet. Achso. Nee, stimmt, du hast keine Aktion mehr, ja. Du hast nur eine Bonusaktion. Naja, deine Fettpfütze hat als Aktion gezählt wahrscheinlich. Ja, stimmt, weil du. Ja, und damit bist du in den Kampf reingegangen. Damit hast du ja den Kampf eröffnet. So, dann bleibe ich einfach hier stehen, würde ich sagen. Ja, genau. Ich habe eine super Entfernung, um alle zu treffen. Naja, mach doch mal, bleib stehen. Ja. Ich hab dir da oben erstmal alles getötet, auf jeden Fall. Das war schon mal sehr top. So, ihr dürft nicht vergessen, den da muss ich anzaubern, ne? Also da noch nicht so interagieren in die Ecke. Ja, die kommen jetzt sowieso alle hier runter. Er läuft noch rein. Achso, die können zaubern. Ja, nach oben links sind drei und oben rechts sind Leute, vier. Leute, Hitze, Kälte, stört mich alles nicht. Ja, ich versuch mal da gleich hochzuspringen zu den vier. Und ich brauch noch alle, Alter, wie lieb ihr. Alter, kommen alle zu uns, oh. Wenn du da springst, dann sind die, dann kloppen die, glaube ich, alle auf dich ein. Ja. Da sind die alle weg, wenn ich hier jetzt gleich springe. Aber Yuzen ist in meiner Nähe, leider. Ja, aber wir sind halt gleichzeitig dran, ich kann ja vorher abkommen. Yuzen kann versuchen wegzuspringen, vielleicht. Aber ich muss eh gucken, ich bin eh blind jetzt. Ist der Angriff nach der Reichweite von Angriffen und Zaubern auf 3 Meter verringert? Ja, obwohl springen auf der Stelle. Ich kann auch AOE machen. Nicht gut. Weil ich bin noch in der Rage, Dicker, oder? Ja. Wir sind noch gar nicht dran. Ja, aber trotzdem kritisch die Aussage. Ja, er steht da oben. Ja, super. Ich kann mich nicht bewegen und treffe ihn da nicht. Ja, okay, sind im Arsch. Oh, positive Grundeinstellung, finde ich gut. Ich kann nichts machen, wenn ich mich bewege, kriege ich Schaden. Aber okay. Der ja, macht was aus dem Stand. Nee, kriegst du keinen Schaden. Was rot. Naja, das ist nur, dass das Bewegungsei, also dass das beeinträchtigt ist. Ich komme. Du warst gerade in der Giftwolke. Du warst da hinten noch in der Giftwolke drin. Ja, deswegen. Kannst du von mir weggehen, Alex? Nee. Okay. Das letzte Zug, wo du nichts machen konntest, hättest du vielleicht rauslaufen. Warte, ich kann, glaube ich, sporten. Warte kurz. Aber kommt jetzt nicht alle zu mir. Ich will jetzt eigentlich gleich AOE-Schaden machen. Wenn ja, ich wollte nur weggehen. Geht das? Oh.
Oh, kritischer Schaden, sehr gut. Vielleicht kann ich mich da durchmogeln. Ich versuch's. Okay, nice. Gib jetzt müsstest du eigentlich. Naja, ich glaube, der Dicke hier unten, der ist noch. Na, wo soll ich denn hinlaufen? Zu euch oder lieber andere Richtung? Da, wo jetzt die Feuerbombe gezündet wurde. Soll ich über da langlaufen? Ne, warte doch erstmal und guck mal, ob, was dich alles angreift, Jusen. Ich hab hohe Angst. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich hab auch hohe Angst. Meine hohe Angst war nicht gut. Hätte er da noch gestanden, wäre es echt geil gewesen. Aber dann wissen wir für die nächste Runde, dass der Fettfilm nicht viel bringt. Oh, okay, 12. Okay, 4. Ja, es sind halt viele, ne? Aber ich glaube trotzdem machbar wäre es. Ja, na ist es doch. Also kriegen noch jetzt so. Aber wir gucken mal. Das wäre noch besser machbar. Total wie geil! Du hast den Rotel geschossen? Nice. Ja, könnte David auch machen. Ne, kann ich nicht. Okay. Okay, nice. Unerwartet, aber kannst du noch weglaufen, Jusen, dass David wieder springen kann oder so? Na, ich kann auch angreifen. Wo willst du hinspringen eigentlich? Na, auf der Stelle eigentlich fast. Hier trifft er fast alle. Hier, diesen komischen, abtrünnigen Verteidiger Stufe 3 hier, der ist rechts von mir, der ist ungünstig. Den brauche ich jetzt nicht angreifen, sagst du. Naja, du musst halt versuchen, ob wenn du weggehen kannst, musst du halt weggehen. Aber wenn das nicht geht, weil sie dich angreifen... Ich kann diesen komischen Nachtlieb mit einem Lebenspunkt vielleicht angreifen und killen. Nee, die wollen wir ja retten. Richtig. Die ganzen Boots oben rechts, oben links wollen wir ja dann noch töten, wenn ihr die hier unten weg habt. Du kannst den hier angreifen? Ah, dann kann ich jetzt auch gehen. Den Verteidiger Stufe 3 mit 8 Leben, den kannst du nicht noch zufälligerweise töten. Mit 8 Leben, aber dann bin ich doch in der Rage drin, oder? Wenn du springst. Bist du doch so oder so gerade. Wenn du den tötest, könntest du halt nach oben weglaufen. Genau. Dann könntest du nach hier laufen. Den killen, genau. Und dann nach da laufen. Nice. Jetzt guck, wenn du nach da oben läufst, ob der jemand hittet. Ja, ich. Nee, ach, das ist meine Schuhe, okay. Kannst du nicht? Wohin? Da so hin. Warte, ich guck mal nochmal. Wo soll ich hin? Ja, da wo Pfeiler hingepinkt hat. Ja, genau, da ist perfekt. Super. Einmal frei, warte. Perfekt. Nice. Aber dass ich den eingekillt habe, ist so lustig, aber mich schubst richtig gut. So. Ist die Frage, wenn der mich. Ich voll vergessen mit dem Runterschubsen. Ein Leben hat er noch. Aber er brennt auch. Also ja, der stirbt. Du musst ja gucken, dass du dich verteidigst, weil die Angriffe kommen jetzt großteils von oben. Alter. Okay. Die Magier kommen um. Perhaps not for long. Was tust du denn? Hm. Okay. Rico. Oh, okay. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Nein, du kannst. Ich kann nichts machen. Alex kann mich hochholen, Dann kann er aber auch fast nichts machen. Und er geht ja auch. Das steht dir erstmal beide wieder. Das muss Alex wissen. Das ist ja das, was ich meine. Ich hätte von vornherein die Fettpfütze hätte ich sein lassen sollen. Ich hätte, wenn es eine auslöst, gleich auf ihn und die Mobs, die drumherum sind, meinen dicken Meteorschauer machen sollen. Das wäre besser gewesen. Da hätte ich viel mehr schon von vornherein angerichtet, was ihr besser hättet zu Ende bringen können. Könnten tätet.
steht wieder da oben. So. Natürlich, weil ich hochgeholt wurde, kann ich auch eine zweite groß machen. Ja, dann. Gleich kommt eine Werbung. Sorry Leute, bis gleich. Cool. Mein Discord kommt schon durch heute. Cool. Komm cool. Peiler, du müsstest auf jeden Fall wieder zurückkommen hier. Ja, warte. Weil du stehst da noch in der Todeswolke drin. Genau. Jetzt kriegst du wieder Schaden. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir. Aber den oben triffst du doch, oder? Oder bist du zu weit weg? Kannst du usen oder ist er zu weit weg? Schau den, triffst du den da oben oder ist er zu weit weg jetzt? Schau den! Das ist keine Übung jetzt gerade hier. Jetzt ich kann einfach übrigens zu treffen. Schau den, war nur ein Spaß, komm runter, alles gut. Daneben ist ein Fluss. Glaub, oh, Quatsch, wenn ihr voll, Junge. Alle seine Skelette getötet haben. Sie Dinge. Ist einfach wieder neu. Ha! Den kann ich machen. Ja. Los! Kick it! Was machst du? Mach was! Mann, halt doch mal die Schnauze jetzt. Ich versuche mich zu konzentrieren, Junge. Lächerlich. Ja, cool, das von Max. Achso, ja. Wenn ich den getötet habe, kann ich jetzt nochmal halten. Okay. Oder so. Ich kann vielleicht runterhauen. Oder was hat er denn nochmal? Du sprichst nicht mit mir, du sprichst nur mit den anderen. Ne? Ich schlafe. Schieb-Buck-Schaden. Kannst du gar nichts machen, Peiler? Ich schlafe. Die nächsten zwei Züge sogar noch. Da kannst du gar nichts machen. Also so. Ich kann. Alex, ich liege am Boden und schlafe. Beantwortet das deine Frage? Für die nächsten zwei Züge. Ich kann nichts tun. Nein, ich schlafe. Ich habe ihn runtergeschmissen. Den noch nicht hier. Aber so wie ich sehe, kriegt er das ja ganz gut alleine hin. Da brauchen wir nicht nochmal neu starten, obwohl das vielleicht trotzdem ein Vorteil gewesen wäre. Hey, kommst du dir? Ich stoße dich aufs Hilfe. Toll, dann haut er mich jetzt und nämlich kein neuen Bär mehr. Jetzt kriegst du dich ein Fehlschlag, alles cool. Jetzt leben wir jetzt im Fluss und ein Fehlschlag. Ja. Was ist denn das Problem jetzt gerade hier so? Guck mal, und er ist gegen Peiler, also. Ich weiß nicht, was. Du machst einfach drei. Leute, ich hätte ihn am meisten Schaden machen können, deswegen greift er mich immer an. Zähnepenner. Hat er nicht mit dir rechnet. Guck mal, hinter dich. Bam, Junge! Ja, reicht aber nicht. Weil da kommt Alex bald verstehen. Du hast noch ein paar Gegner um dich. Willst du die erstmal wegkillern, bitte? Drauf. Siehste, jetzt hat sie mehr Schaden gemacht. Ah, vielleicht kann ich ihn runterhauen. Ja? Warte, warte. Ich kann ihn hier runterhauen. Obwohl, kriegen wir den Loot, wenn ich ihn runterhauen? Nee, nee. Ich glaube nicht. Ja, dann hau ich ihn nicht. Und ich glaube, ich kann ihn hier wegkillern. Nicht auf der Recke. Okay, User hat zwei Gegner weggekillert, Alter. Einfach so. Den einen hat er weggestoßen in die Unendlichkeit. Knapp, aber okay. Cool. Und ja, komm, Alter, ein bisschen Applaus bitte schon. Applaus. Wo ist dieser scheiß Applaus? Scheiße, ich hab mich vorbereitet. Okay. Ich komm zurück, Freunde. Dauert nur drei Züge. Ja, danke schön. Danke. Es gibt doch einen Gott. Es gibt doch einen Gott. Ich wusste. Oh, ich bin schon wieder dran. Ja, wo ist Alex, stechen ab. Kannst du ranlaufen hier an den, David? Wieso? Weil ich dann im Vorteil bin, wenn du neben dem stehst. Und? Nee, reicht nicht. Du bist
vor ihm stehen. Soll ich innen reinkriechen oder? Vor ihm. Ich bin nicht im Vorteil gegen ihn. Vielleicht ist er hier. Hau ihn doch einfach. Hatte ich halt einfach schon gesehen. Ich würde ihn ja gerne mit einem krasseren Angriff hauen. Darum geht's ja. Ich hau gleich einfach zu. Ja, dann mach es doch bitte. Vielleicht bin ich dann im Vorteil. Jusen, gib ihm. Meine, ich wollte den schubsen, das würde so gut funktionieren. Nein, schubst den nicht runter wegen dem Loot. Du sollst ihn ja nicht schubsen. Achso. Danke, Amy. So, ihr gleich ich weiß, ist beruhigt. Einen hat er noch. Jetzt schubst du Jusen. Nee, kann er nicht. War so mehr. Schlecht. Kannst nichts machen. Ich bin erstmal hierher gespotet, Mann. Ja, brauch ich nicht. Ja, brauch ich zu sein. Oh. Ich kann nicht schubsen! Nein. Bin tot. Okay, wir haben Peter jetzt befreit. Beleben. Erschaff eine untoten Blume aus einer Leiche. Weil du von oben nach unten gut sprengen kannst, aber nicht von unten, ne? Nee, weil ich hab mein Dings hier, Hügelstärke, Elixier. Überschrieben leider, deswegen kommt da nicht mehr mit. Ich hab keine 21 Stärke mehr. Kampf hätte so viel besser laufen können. Ohne in her blood be anointed. Dark Justicia. Wir haben's geschafft. Ja, wir konnten leider nichts dafür, dass er die ganze Zeit auf die Fresse hauen will. Sag ja auch ja nicht. Ich hab grad zu. Okay. Angequatscht oder was? Alter, was macht sie? Imba! Eule! Von innen! Hi! Ja, eigentlich nicht, wir befreien dich oder nur gibt's uns Alter ein Gold. The first in a century. You who have come to drive a dagger through my heart. You. Who seek to claim the ultimate prize? Ja. Present dein, your weapon, dein Skill ist echt kacke. Oh toll, the Peter. Spear of Night could be meant to sacrifice ein Messer. Meins. But are you the one supposed to wield it? Für drittens. Das ist ja nur eine Frage. So. You will have done what your dark lady requires. You will have slain a child of Saluna. You will be a dark justicia. Isn't it so? And I. Ha. I will die. Then live. And when the next of your ilk comes with sword aloft or arrow knocked, I'll die again. Ja, cool. Nice Hobby. Drittens, die 30 sollte mal zahlen. Ja. How many of your dark Justicia brethren have run my heart through? How many times have I, immortal, wir haben gerade den getötet, der dich töten wollte. Was ist denn dein Problem? Einmal, verstehe ich jetzt auch nicht, Alter, ganz ehrlich. Wir hätten sie theoretisch nebenbei töten können, ohne dass sie sich wehren würde. Ja, denn sechstens, Alter, ganz ehrlich. Was ist das für eine Frechheit hier? Nein. Kommen wir denn da hin? Wir sind doch hier in der Pöbel, wo wir netzen, also wirklich. Wir sind hier, um zu helfen und nicht. Helfen, ja klar, aber wenn ich angepöbelt werde, ist auch wohl. Schluss. Ich bin ein lieber Eulenbär. Okay. Not since I've been here in this dark dungeon. Say more. Please. Hast du Gold? Wo ist er jetzt angreifen? Wo ist er angreifen? Das ist doch kacke. Ey, gib mir eine Mille, dann ist alle weg. Then your task is done. Dann lass ich dich gehen, warte. Lay a hand upon me in camaraderie.
and I will be free. Hast du Gold, Alter? Sagt Leute, wir haben immer noch einen großen Endkampf wahrscheinlich am Ende. Und wir sollten uns vielleicht ein paar Hilfe. Okay. Alle töten, alle töten. Und am Ende so, warum hilft uns eigentlich keiner, wenn wir gegen den Boss kämpfen? Na, okay, du Kiki, wenn es nach mir gehen würde, würde ich den Kampf, den wir gerade gemacht haben, nochmal wiederholen in 20 Minuten ja, und dann hier reinstarten. Und jetzt muss ausprobieren, was passiert. Nein, Palerus, das ist jetzt durch. Nee, aber so geschafft. Schnell, wie ihr den Kampf erledigt habt, wo ich da die 2 Minuten weg war, da habt ihr ja wohl den Übertakt. Beim nächsten Mal wirst du alle wegbumsen und wir sind gelähmt, weißt du, was ich meine? Naja, Vajabus. That and nothing more. Der macht mal. So certain was Balthazar that I had no friends in this place. Aber oh, der will mir ein paar Freunde noch versammeln. Als wenn sie auf einmal alle gleichzeitig da sind. Moin. Cool, dass ihr da seid. Ja, wir wollten eh. Alle gut, man muss mal mit seinen Entscheidungen leben. Jetzt nochmal 20 Minuten das gleiche spielen. Ja, okay, kann ich verstehen, aber. Ja, dann könnten wir auch ganz zurück machen und dann die drei. Die bei drei der Spinne Worlds haben wir auch 4-mal. Aber. Ja, aber da war es nicht geschafft. Dann. Ja, jetzt haben wir eine Möglichkeit zu auswählen. Ja, es ist schon eine andere Base. Stimmen wir sie jetzt? Du, keine Ahnung, was machst du? Sie hat dir den Eulenpenis gelutscht. Ja, ist ja eklig, Alter. David ist sie jetzt, ne? David, hör auf jetzt! Nee, die ist schon in Davids Magen. Ey, ich wollte die wissen. Wirklich, das Alter! Ist so geil. Sie hat überlebt. Hear me. She who guides the Moon Maiden Saluna. Mother of the so-called Night Song. Jetzt kriegst du Packung, Dicker. No okay, go, cool, go, cool. Power Ranger! Ja, nice. Kann ja unter Druck gucken. Ja, man merkt, dass du Single bist. Sehe ich da einen Eulenbär-Penis? Oh, heftige Rüstung, glaube ich, die haben. Heftige Schwert, darf ich das nicht? Ich frag mich eigentlich, ob... Jetzt köpft die Jusen. Alter, heftige Flügel darf ich dir haben. Denke, du bist Schleicher, ich bin... Ey, du kriegst schon die Rüstung mit dem Schwert, ich bin die Flügel. Ich frag mich, ob die drei dicken Ogas da noch kommen, wenn wir die noch mal rufen. Oder ob die denn von vornherein sagen, so von wegen immer Schotter. Your power is great. Nur weil wir Imba sind, Alter. So too must be your weapon. Richtige Fanboy, Alter. Richtiger Fanboy. Jetzt, wo sie die Waffe und die Rüstung hat, würde ich sie vielleicht doch töten. Thus I have said. Ja, den Flügel hätte ich auch gerne. Will it be so. Cool, wir können uns eine Waffe auswählen. Are you ready? Oh, okay. Jeder? Ey, was hättet ihr für ein richtig geiles Nahkampf-Doppelhandschwert für den Usinator? Für eine Waffe, ja. Oh, and it shall be yours. And then we're going to kill Catherick Thorn. So, der Eulenbär kriegt jetzt einen richtig geilen Schnabel. So einen goldenen. Mit der Diamant besetzt. Diese Rüstung hätte ich so gerne. Wieder gar nicht nützliches für einen Zauberer, wie ich fast das ganze Spiel nichts Nützliches für mich bekommen habe, außer 2-3 Mal. Achso, ja, schön. Mondlichtliefe. Ein Arsch, Alter. Was ist denn der Liefe eigentlich? Wo macht ihr jetzt den Schatten weg? Das wäre ja nützlich. David, du hast etwas dabei, wo du Tote mit wiederbeleben kannst. Ich hab Cutscene, ne? Nee, das ist, du kannst. Ach so, ich komm rein. Du kannst einen Diener spawnen. Alter, Dicker, du bist im Stacheldrahtmodus. Gut, wir sind schon. Kannst du gerne haben, wenn du willst. Alter, Flügelfrau ist noch am Start. Piratenschiff. Ich bin ja One Piece. Ja, okay. Genau, One Piece. Alter. Die Engelsfrau. Heftig, wie sie ist. Ah, die macht jetzt hier den Schatten weg anscheinend. Krass. Oh, sie ist der heilige Lichtstrahl. Ja, nichts passiert. Nichts passiert! Soldat des Glaubens. Nichts passiert hier. Ist doch kacke. Probier hier Mushrooms, Alter. Denke, hier passiert was Geiles und nichts passiert. Nachtsperre. Du hast einen Nachtsperre? Ah, wie cool.
alle überladen, außer Pfeiler. Ich bin tot. Was willst du? Na, wo liegst du denn eigentlich? Wir holen dich doch gleich, entspann dich. Hm. Ach, tot. Oh, muss ich so holen? Ich kann mich nur nicht bewegen. Aber wir müssen auf jeden Fall mal wieder zu einem Händler, würde ich sagen. Können wir ja nicht. Wir können gar nicht mehr zurück. Deswegen sind auch die Quests, die wir noch hatten, zwar da im Inventar, aber wir können nicht mehr. Nee, wir können nicht zurück, solange dieses komische runde Bild ist. Wenn wir so woanders hin teleportieren, glaube, und hier ist ein Portal, ich glaube, könnten wir uns auch wieder zurück ins Lager teleportieren. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, kann man ab Akt 3 nicht mehr in Akt 2 oder Akt 1 zurückkehren. Deswegen nee, ist jetzt alles, was wir noch haben. Sind weg. Nur bestimmte Questdinger sind jetzt weg, ist die nichts man nicht mehr erfüllt hat. Die Quests sind immer noch da, aber genau, wir können sie nicht erfüllen, weil wir nicht zurückgehen können. Weil wir die alle schon gemacht haben, weil wir die alle schon bis zu diesem Level gemacht haben. Ja, ist Sache, ist halt bloß das, was ich glaube. Ob es halt stimmt, weiß ich auch nicht. Wir haben schon 2 bis 3 Mal gesagt, nee, wir gehen noch nicht weiter. Und jetzt sind wir das erste Mal weitergegangen. Also geht's hier auch in die, geht's natürlich auch hier mit den Quests weiter. Haben wir alles gelootet? Können wir rausgehen? Keine Ahnung. Wohin rausgehen? Na, hier ist doch dann ein Portal. Was ja, wir können uns überall hin, wie wir wollen. Siege, Baldur's Horn, haben wir Nachtriefer? Wenn wir noch überall hin können, dann irgendwelche Scheiße anziehen, ne? Ja? Ich geh schon mal durch und guck mal, was passiert. Ja, ich komm. Ja, wir sind jetzt wieder beim Gasthaus. Wir sind jetzt zurück. Ja, nice! Ja, schön. Gut, dann erstmal zum Händler, würde ich sagen. Erstmal speichern. Wer hat mich eigentlich so überladen? Naja, wir haben doch automatisch irgendwas gekriegt. Ja, wir sind alle ein bisschen überladen. Naja, gerade gesagt, wir sind alle überladen, außer Peiler. Na, wo wollen wir denn jetzt hin? Zu welchem Händler? Erstmal zu einem Händler, irgendwie. Deswegen wohin, Leute? Welcher? Dedicated to Hugo Hobbs, Cobbler. Hobbs the Cobbs to his friends. Alex? Da? Zu welchem Händler wollen wir denn? Ja, ich gucke hier gerade noch ein bisschen um. Ich habe jetzt ja noch ein bisschen was zum Einsammeln. Können wir danach auch wieder. Ja. Aber Gasthaus zum letzten Licht. Da können wir uns. Da war, glaube ich, der Händler. Ja. Ja. Oh. Tatsin. Hä? Habt ihr die nicht? Dann muss ich das aussuchen wahrscheinlich. What's happening out there? Who was that streaking across the sky? Wir gucken rein. Ideale schon. Denn zeig an, was er an immortal. Sagen willst, Alex. It couldn't possibly be. Never mind. Ah, gesagt, it doesn't matter. What matters is you have him nicht. In a corner. Jahira and du musst every nicht mit Sachen antworten, die du mir ins Gesicht sagen willst. To Moonrise Towers to face Ketherick down. She's sie waiting for you so. There. End this now. We're all counting on you. Aber warum auf mich, Alter? Weil du ein Haar bist. Ein Haar? Ein nein, Haar. Weil ich ein D in meinem Namen trage, wie der Piratenkönig. Ein Haar zum F. Er ist eigentlich ist er ein DB. Und dadurch, dass er ein DB ist und viele Leute mit der Abkürzung DB was schlechtet verbinden, ist Usen was schlechtet. Ey, ich hab auch DB. Sind die ja, jetzt DB. Alle? DB ist auch kacke, ja. Du hast auch ein DB, das ist echt kacke, ne? Nee, was ich hab du es. Du verstehst es. DG ist geil, Alter. Deutsche und Gabbana. Ja, hol dir doch einen runter drauf. Ja, mach doch. Hab ich gerade. So, wer geht zum Händler und verkauft den Bums jetzt? Ja, hier? Mach doch Alex gerade. Gut, dann mach ich mal kurz Pipi, könnt alles aus meinem Inventar nehmen, was ich nicht brauche. Aber Pfeile und Blarkeks bitte da lassen. Danke. Bis gleich. Bitte. Pfeile verkaufen. Nein, das ist ein falsche Fake News. Ja, wieder kommt er da gar nicht. Der wird komplett nackig. Oh, alles verkauft. Was wolltest du?
Warum kann ich denn bei dir nichts bei Tat ziehen, Alex? Wenn du verkaufst, geht's nicht, oder was? Doch, ja, das ist eigentlich was gehen können. Ja, das hängt aber immer ein bisschen hinterher, glaube ich. Wenn dann Alex gerade Sachen auswählt. Ich glaube, bei mir ist es ein Bug, es geht nicht. Warte mal, bis Alex die Räucherstäbchen verkauft hat, ne? Oh, bitte. Alex kauft sich schon das nächste Haus und Grundstück. 3,5 hat er gleich. Jetzt könnte er bei mir reinpacken. Nee, geht nicht. Ja, ansonsten musst du kurz nochmal auf und wieder zumachen. Geht. Also jetzt gehen. Geht nicht. Also ich kann bei dir das rausziehen. Denn. Also, ohne Witz, einfach draufklicken und rüberziehen. So war es immer. Es geht nicht. Ab rechts klick und schick, drück auf Senden an. Okay. Okay. Gut, jetzt hat er kein Gold mehr. Oh, und wir brauchen dich überladen, sorry. Okay. Na gut. Anderer Händler. Der hat dann noch irgendwo einen, oder? Noch mehr, ja. Eigentlich war ja hier drüben neu, ne? Der Rest ist bei dir dumm, David, aber ich bin durch. Ich weiß nicht, wo die andere jetzt steht. Hier, die ist hier drinnen jetzt. Okay, warte, ich bin gleich da. So, wie gesagt, kann ich kein Feuer Inventar nochmal nach Wert oder so sortieren oder nach Typ. Bisschen einfach beim Aussortieren. Der hat 1-1. So, jetzt könnt ihr mir wieder ranpacken. Ich hab nix. Alex ist wieder im Fängnis offen. Aber guck alles durch, was ich dir reinpacke, ne, Alex? Ja, das macht er eh immer. Alles gut. Okay. Alex, du musst nicht einfach reich verkaufen. Der Weihrauch gibt richtig viel. Hm, deswegen nehm den immer mit da, an den ganzen Tempeln und so. Hinter dir. Andere links. Ich komme. Oh. Man merkt mir gar nicht an, dass ich die letzte Nacht wirklich schlecht geschlafen habe. Ne? Ja, 3 Stunden sind nicht viel. Aber wem erzähle ich das, ne, Alex? Ja. Darf ich mich die nächsten Jahre auch noch drauf freuen? Ja. Ah, schön. Wird witzig. Ich brauche hier mal den Alex. Achso, das sind Runden. Leben fehlgeschlagen bei dir.
Ja, okay. Vielleicht zu David. Aber usen alle, was hier auf dem Tisch liegt, ne? Immer mitnehmen, bitte. Meine weißt du noch gar nicht, Alter. Chill doch mal. Du bist doch schon rumgelaufen, hast alles angelegt. Nein, ich war hinter der Kamera. Nee, weißt du gar nicht. Ja, klar, ich war hinter der Kamera. Komm, geh da durch. Wo ist denn David? Ja, da vorne. Wo denn? Da, wo hier, ich stehe. Oder? Hier, oder? Oder ist er hier? Nee, ich hab's auch nicht. In Richtung, okay, wo also David und ich gucken. Nee, David jetzt nicht, aber. Houston auch nicht. Alex. Ich leg mich erstmal hin. Ich schlafe erstmal eine Runde. Okay. Nach Houston. Das war zu anstrengend, ne? Ich verstehe dich. Ich hab viel geschlagen. Ich hab keine Lust zu nehmen. Mm-mm. Auch viel geschlagen, okay. Ja, aber hier ist eine Truhe. Kannst du einfach ausbuddeln. Wenn, auch wenn es fehlschlägt, ist er trotzdem buddeln. What's inside? Ist schon wieder mein Discord abgekackt, oder? Mhm. Nee, wir reden nur einfach nicht mit dir. Also. Du hast einfach eine Aussage getroffen, Alex, die uns stumm gestellt hat. Alles weißt klar. Du? Ja. Alles klar. Genau so läuft das. Ich muss jetzt sagen, ohne Witz, wenn ich mit euch dazu spiele, ne? Und ganz tief ranzoome mit meiner Kamera, ne? Dadurch, dass ich ja Vampire the Masquerade Reborn gespielt habe, erinnert mich das schon echt heftig dran. Verrückt. Ja, total. Oh, so schlecht. So, warte mal. Kommt ihr mal zu uns? Nö. Kommt Lore erstmal zu uns? Ich bin doch neben dir, du Honk. Achso. Also hier bleiben wir das? Ja. Warum? Weil wir da durch die Wand können. Ich kann da durch die Wand? Ja. Da durch die Wand. Erzähl mir. Warst du da eigentlich schon? Ja. Oh, bitte nicht. Okay. Da war er schon, Leute. War er schon. Nicht das Pass hauen. Nicht das Pass hauen. Okay, geh weg. Geh weg. Okay. So, hinter der Tür beginnt dann ein krasser Kampf, ne? Also. Okay, sind wir bereit dafür? Be prepared. Speichern wäre ganz geil. Ja, wäre nicht schlecht, ja. Sag bitte. Bitte, bitte. Bitte, David, bitte. Aber jetzt jeder 50 Cent wegbekommen. Was ist dieses Paper? Achso, was wir können, 50 Cent? Ist aufgefallen, wir können auch einen Wurm einsetzen. Ja, den habe ich eingesammelt vorhin. Okay. Oh, okay, du bist doch krass tolles. Shaolin, ich bin bei dir. Auf Fusen laufen. Oh, erfolgreich, okay. Nice. Nicht durchs Wasser laufen, ne? Musst du springen machen. Hier ist eine heftige Truhe, okay, hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Ja, durch die Tür noch nicht gehen, bitte kurz. Da war's heftig, sagst du? Ja. Echt jetzt, ja? Dann geh doch durch. Okay. Lauf, Jusen, lauf. Also, diese Viecher, die können wieder diese Teleportationskacke. Wenn er okay, mit speicher, dann speichere jetzt lieber nochmal. Dann lieber hier bei der Tür als bei der anderen. Jusen, bleib mal da kurz stehen. Und dann mit WASD könnt ihr ja durchgucken hier durch die Tür. Da seht ihr ja diese komischen Viecher da. Mhm. Da hinten auf diesem Teppich, ja. Ja, genau. Also die kommen auf jeden Fall bis hier hin in der ersten Runde. Bis hier vorne. Erzähl nicht. Ja, die können sich teleportieren halt. Naja, weil soll ich da eine Fettpfütze hinmachen und... Nee, der Jusen kommt nochmal ein Stück zurück und wir gucken mal, ob sie nicht ausgelöst wird, wenn wir vorher kurz speichern. Nee, Fettpfütze ist halt... Das schränkt halt uns auch meist ein bei der Bewegungsrate. Ich nicht. Du stehst davor, wenn sie durchlaufen, catcht er so um und die kriegen extra Schaden und der Rest kann auch Fernkampfangriffe machen. Ja, Peiler, aber du wieder... keine Aktion hast, würde ich auch sagen. Das war das okay. Dann. Erstmal gucken, ja, wie die sich verhalten. Machen wir so wie. Ja.
Okay, wenn also wenn David dabei ist, okay, ich schätze, okay, egal. Okay, Entschuldigung, go. Wenn die neben euch stehen, die haben Aura der Furcht, ne? Also die, ihr müsst dann so einen Wahrnehmungswurf, das geschieht alles automatisch, aber es kann sein, dass ihr dann von Furcht erfüllt seid. Hm. Okay, deswegen wollte ich ja eher mit Flächenangriffen vorwirken, dass sie wenigstens Schaden kriegen, aber... Ja, aber die teleportieren sich sowieso darüber. Naja, aber die teleportieren sich doch bestimmt eher an Jusen ran oder an uns. Na, aber ist egal. Wir machen einfach. Also, ja. Viel Spaß. Weiß ich nicht. Mal gucken. Okay, also, wie ist jetzt der Plan? Na, einer greift an. Na, ich würde sagen, Shaolin geht wieder in diesen Schattenmodus. Bleib ein bisschen in meiner Nähe und versucht, den ein bisschen anzugreifen. Du solltest hier so hingehen am besten. Wo? Da. Da. Aber warte noch, warte noch. Oh, okay, sorry. Löst du den Kampf gleich aus? Ja, alles cool. Ich würde überhaupt auf den Stein raufgehen. Ne, ich verfehle, okay. Heiler und David, weiß ich nicht, am besten vielleicht hier so vor die Tür noch ganz, ganz knapp hier so links und rechts hinstellen, wa? Weil die kommen jetzt alle gleich. Und ich werde versuchen, euch quasi zu tanken. Vor euch. Erstmal ins Kampfgeschehen reinzukommen, erstmal. Und dann halt zu tanken, ja. Ja, naja, du löst den Kampf ja sowieso aus. Und du bist da auf dich dann gestellt. Ja, du löst es doch erstmal aus. Du greifst ja erstmal ein. Okay, dann hätte ich. Wo soll ich denn darauf angreifen? Nee, du sollst einfach reinrennen. Ich soll reinrennen? Die kommt von alleine. Kann doch uns. Ah, scheiße, die können nicht springen. Ah, die können hier unten langlaufen, oder? Wie machen wir schon platt, würde ich sagen. Ja, warte, Jusen, bleib da stehen. Oh. Ja, ich überlege nur, was ist es, denn ist es. Ja, wer greift gut an? Alles gut, ich mach schon. So. Na, siehst du, jetzt ist ein Kampfgeschehen. Geil. Du bist nochmal dran. Ich bin erst Jahrhunderte später dran. Mit Pylorus. Wie gesagt, die müssen halt hier durch. Nein, durch die Enge kommen, ne? Die können ja teleportieren. Oder wir versuchen die Wurzel als Grenze zu sehen und da anzugreifen. Genau. Danke, Jusen. Okay. Ist einer, der was positiv interpretiert, was ich sage. Und ich habe einen Bug. Alter, ich sehe gerade nur die Leiche, die angegriffen wurde. Ah, jetzt sehe ich Alex. Ja. Jusen? Alter, dir würde ich empfehlen, um auf den Stein hier raufzugehen. Nee, aber die teleportieren sich auch da nach oben. Richtig. Dann ist er da alleine. Richtig. Ich würde mich gerne eher so hier hin, wenn es mal geht, da so hinstellen. Nee, wie gesagt, die teleportieren sich auch da nach oben. Dann bist du da alleine gegen die im Nahkampf. Genau, aber ich wollte ja. Ja. Ich will ja Nahkampf machen. Ich hab meinen Nahkampfskill. Einer steht schon vor uns. David kann noch was machen und danach ist, sind erstmal. Mein Deck sind nochmal 600 andere Viecher dran. Mhm, you know it. David. Wie durch. Ah, genau tu vor dem was ersten Typen. Ah, vor uns ist der einer. Ja, vor uns ist einer, ja. Ich gar nichts sehen. Ich mach hier erstmal, holen wir das andere. Oh nein. Hm. Bin verängstigt. Ja, ja. Ich komm gar nicht an ihn ran. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Was hast du gerade gesagt, Johnny, eigentlich? Ich mach Urinot, Gegenteil von dem, was ich jetzt hab. Mal gucken, was passiert. Da kommen wir mal ans Ziel. Okay, cool. Ja. Ja, ich habe halt nur eine Flächenattacke, aber an die da hinten komme ich leider nicht ran. Die sind noch ein Stück zu weit weg. Ja, okay. Ja, das ist. Zeichen. Wir sollten zusammenbleiben und uns da nicht so einzeln hinstellen, weil die können sich bei teleportieren. Aber die teleportieren sich doch gar nicht, die sputen, Alter.
Na, guck mal hinter dich, Jusen. Zwei sind schon hier. Die waren ja selbst schon da. Oh, fick dich einfach hart gerade. Nein, ich hab blöd gekriegt. Kann ich das jetzt durch einsetzen oder was? Okay, soll ich jetzt ein bisschen Damage helfen oder? Oh nein! Nein, okay. Ja, nee, Pilar ist da oben. Okay. Ich dachte, ich muss ihn schauen. Da bist du so Bescheid. Wie soll ich jetzt angreifen? Soll ich David aufhelfen oder was? An seinem Heiligenschein oder was soll ich machen? Na, kannst du den vor Alex töten? Oder angreifen? Petersen, Alter? Oder Mean Dog, Stufe 6? Kannst du den oder was? Schaut sie, jetzt alle so. Ich frag ja. Freund, okay. Ja, los, hau den. Ja, mach ich hier gleich Petersen-Modus oder was? Ja, mach den. Okay. Ist doch gut. Ich könnte nochmal angreifen, wenn ihr Bock habt. Oder soll ich erstmal sparen? Ich weiß bloß nicht, ob das Flächenschaden macht, wenn es Alex vielleicht wehtut. Das ist auch nur eine Frage für sich so. Ich kann nochmal angreifen, wenn ihr wollt. Soll ich nochmal angreifen oder nicht? Ja, selbst los, hau den Kuchen weg, Junge. Ja, gut, dann mach ich mal extra Angriff, Alter. Das ist kein Ding. Kein Ding, zieh durch. Ja, mach ich hier Petersen-Modus einfach. Hacke Petersen. Ja, Kannst du den Wirbelsturm irgendwie wieder abbrechen? Hast du irgendwie rechts abbrechen, Dings? Nee, so gar nicht, nee. Okay, weil Alex, wenn du sie verlässt oder das Ding. Ja, du kriegst 1 bis 6 Schaden. Oh, Jusen, nicht reinlaufen. Ich lauf doch nicht rein, ist alles noch gut. Doch, du bist gerade reingelaufen. Ja, aber ich hab doch keinen Schaden. Ja, du kriegst raus. Ja auch Schaden. Oh. Ja, jetzt hab ich gleich einen Schaden. Ich geh auf. Okay, ich mach super enden, okay? Das ist okay, ich tu's. Ja, mal gucken, was passiert. Wenn das eigentlich drinnen stehen bleiben können, weil wenn die Feinde zu dir kommen, dann kriegen sie automatisch Schaden dadurch. Aber so, wenn Alex, ich hab jetzt vorne auch zugemacht, ne? Ja, wenn du dich bewegst, hast du es doch gesehen bei mir. Wenn du fließt oder es ausgeht, also du kriegst, je nachdem wie lange das Mond-Dings noch ist, kriegst du so oder so Schaden. Aber entweder kriegst du jetzt Schaden oder später. Du kannst auch die ganze Zeit drinnen bleiben. Ja. Und dann krieg ich keinen Schaden. Nee. Wenn du drinnen bleibst, nicht, ne? Nee. Ansonsten lese ich den Effekt durch, weil wo heißt es hier? Umgeben von. Wenn sie vor der Illusion flieht oder wenn die Illusion verschwindet, erleidet die Kreatur 1 bis 6 Schaden. Ja, bis jetzt ist er nur reingelaufen, also kann ja kein Schaden passieren, theoretisch, ja. Ja, du hättest theoretisch auch drin stehen bleiben können. Ja, ist zu spät, ja. Ja. Tut ihr jetzt mal Dinger oder tut ihr sie nicht? Na, Schaudinchen ist jetzt am Stüssel meiner Nüsse. Ja. Ein Fehlschlag. So eine Wasserflasche geworfen? Naja, also eine heilige Granate quasi. Die macht auch diese komischen Schaden, ja. Könnte. Gleißenden Schaden, ja. Sonst peilt er einfach schubsen, das ist ein extra Ding so. Du nimmst dir noch Schaden weg da oben. Wenn ich da mal dran bin, dann jo. Das ist eine Idee auf jeden Fall. Ich könnte Pilar versuchen zu heilen. Braucht er Heilung? Oh ja. 14, ja, er steht halt leider nach vorne. Na, wenn du da hinkriegst bis dahin, dann tust du. Naja, wenn ich ihn anfasse, kann ich ihn mehr heilen als nur von Entfernung halt. Ja, aber du kommst ja nicht durch. Vor dir ist dieses komische Eisding. Hinter dir ist ein Gegner. Wird schwierig bis dahin. Also ihn anfassen wird nicht. Risiko!
Alter, darfst du nicht anfassen, nee. Du bist halt viel zu weit weg, ich komme ja nicht zu dir. Heute nicht, David. Nee, heute will ich nicht anfassen, nee. Heute ist aus. Heute ist er schei. Heiler? Mhm. Könnte ein cooler Thumbnail jetzt werden. Wenn, wenn du möchtest. Wenn du hier ein bisschen ranzoomst und spielst. Oh, jetzt. Yes. Oh, sehr gut, sehr gut. An dich oder was? Auch, ja. Hinter dir? Muss einfach gucken. Ich dachte jetzt einfach nur mit den ganzen Effekten und so könnte ein cooler Thumbnail werden. Hast du vollkommen recht, denke ich zwischendurch auch dran. Ich habe schon zwei, drei weg. Oh, ist das gut. Viel. Also so, aber außer jetzt war nochmal ein gutes. Aber jetzt war nochmal ein gutes für die Szene, weil ich habe in den letzten zwei Stunden halt die Thumbnails so immer. Aber danke. Weiler, ich könnte dich immun machen gegen Schaden, dann könntest du erstmal weglaufen und zu uns kommen. Du darfst, aber du darfst selber keinen Schaden machen, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich würde eigentlich lieber hier oben stehen bleiben. Ja, naja, aber. Kannst du ja machen, aber du darfst nichts austeilen. Ja, ist ja okay. Weil wenn ich dich heile, kann ich dich 15 heilen oder ich heile dich 4. Und so kann ich dich erstmal immun machen, weil ich glaube, die werden jetzt nächste Runde alle auf dich kommen. Der vor mir ist, der greift mich in der Runde jetzt nicht an. Ja, aber dann können alle teleportieren und ich glaube, die wollen alle zu dir. Und wenn wir Pech haben, heile ich dich um 4 und dann bist du tot. Aber ich kann mich auch teleportieren. Ich kann mich wieder hinter euch teleportieren. Ja, aber du bist ja jetzt nicht dran. Jetzt sind na, aber Leute die, gleich dran. Ja, aber die stehen alle hier hinten. Also soll ich dich heilen oder soll ich dich verwundbar machen? Unverwundbar für 10 Runden. Nee. Wie gesagt, bis jetzt hat sich keiner teleportiert. Die sind nur gespurtet. Also macht es gibt ja keine Teleportation. Was euch was bringt, verteidigungsmäßig. Und wenn ich das überleben sollte und das nicht so passiert, teleportiere ich mich hinter euch. Fertig. Würde ich so machen. Okay, ich sag, dass du gleich drauf gehst. Ja, ist auch vollkommen okay. Ich lebe mit den Konsequenzen. Ich mag die Stimmung im Team, das finde ich immer am besten. Nein, nee, aber wir machen das, was alle machen wollen und nicht das, was nur einer machen will. Und deswegen reden wir. Und wenn das schief geht, dann geht's halt schief. Die Punkte ich erreichen. Nee, weil hinter der Tür ist wahrscheinlich, ja. Du musst die Tür erst zu machen. Jetzt kümmert dich doch um den da. Vielen Dank, Shaolin. Für den netten akustischen Darbietung. Könntest du vielleicht treffen. Gut. Oh, ich kann Tyler trotzdem noch rein. Okay, wie viel? Oh, 9. Tyler, neues Leben. Hör dir was auf. Mensch, Jardine, Alter, bei diesem DJ verloren, ja. Wer ist der Tür zu ihm macht? Der du. Aber super so. Steht beim Feuerball, ist echt mega. Guck mal, der nächste tut. Er läuft durch, er läuft rein, er läuft wieder rein. Siehst du? Alter, die Dolchwolke hat so viel Leben gebracht schon. Einer ist oben. Der andere auch. Ist ja nicht schlimm. Ja. Obwohl doch, ich bin dran und ich darf mich nicht bewegen. Nee, er ist dran. Also Yusen und der komische andere Dude da hinten. Nee, nee. Nein! Das wurde mir nicht rot angezeigt. Alter, du scheinst ein bisschen im Beklemmnis zu sein. Mhm. Was geht ab? Gib mir auf die Fräse. Ich versuch's mal. Ich bin auch ein bisschen schüchtern, muss ich sagen. Und der Ball ist recht, ne? Der Ball kann auch die Tür auf und zu machen. Nice. Ah, ich verbrenne jetzt die Tür. Nee, nee, nee. Genau die. Schön, Schach, Shaolin. Komm
Mal kann ich. Ah, ich kann nicht mehr schubsen, schade. Gib ihn doch einfach. Man entspann dich doch mal erstmal. Agro auf dich! Bist du so ungezügelt? Er ist kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Ich wollte es nicht kaputt machen. Tut mir leid. Weil du hast noch zwei Kameraden. Vorher hast du drei. Es tut mir leid. Ja, gut, ich wollte mit ihm spielen, aber er wollte halt nicht so wie ich. Okay, ich schau dir noch im Tempel des Todes. Wurde des Tempels? Guck, wie er da rauskommt, ohne Schaden zu nehmen. Ich hatte 5 Schaden, guck was er macht. Ich geh da nicht auf was. Ich bleib hier, wo ich bin, Junge. Mike, von lieber von unten weniger Damage anstatt mich dahin zu bewegen. Oh, okay. Ich mach die alle Tode. Ja, hat gerade so erreicht, Fräulein. Okay, jetzt hat Palme noch einen Spielkameraden. Scheiße. Nein! Oh, du Idiot, du. Ich hab gesehen, dass er sich bewegt. Weil es außer Reichweite war, deswegen. Ja, ausdringen gibt's immer. Naja, war nur 3 Schaden. War zu hastig. Okay, Palerus, du hast noch einen Spielkameraden. Tut uns leid. Mhm. Wir haben den anderen kaputt gemacht, aus Versehen. Aber erstmal muss Alex den Zug beenden, der andere, und dann David seine Sache machen. Und dann muss David noch 2 Sachen machen. Dann machst du eine Sache und dann kann ich vielleicht eine Sache machen, weißt du? Okay, nice. Wir dann machen haben Sachen, wir alle. Nice. Genau, dann haben wir alle Sachen gemacht. Was machen sie? Ja. Die ja, tun Dinge. Das heißt, ja, ist so. Okay, kleiner Kampfwerk, was machst du jetzt? Oh, okay. Der ist verängstigt immer noch. Hat er Träume. Der kann mal nach vorne kommen und seine Kameraden hinten machen den da hinten fertig. Du hast 3 Typen hinter dir zu stehen. Ja, der ist letzte Runde gespawnt. Ja. Das sagt der immer noch, der hat hier tot auf Boden liegt, ne? Alter, ich greif ich mal den da oben an. Der dich getötet hat, meinst du? Ja. Ich bin immer noch verängstigt, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Warum hast du denn so Angst? Alter, red doch drüber. Ich bin Therapeut. Da ist auch noch einer. Kann nicht mal mehr die Tür auf und zu machen, scheiße. Und auch. Oh Gott, du bist richtig durch mit der Welt, Alter. Brauchst du eine Cola? Ich stöhn mir schon einen ab, David. Kommt schon roter Qualm, wir sollten ihn heilen. Tu Dinge! Okay. So, ich hab getan, was ich konnte. Ja, gar nichts. Was? Ja, was hast du denn getan? Alter, du hast auch nichts gemacht, außer drauf zu gehen. Nein, das stimmt nicht. Ja, ich habe 4 Gegner Schaden zugetan. Du hast gerade mal 2 Gegner Schaden zugetan. Also halt mal den Ey, die Reis Gegner. Die Gegner sind unten durch die Dorn gelaufen die ganze Zeit, die ich am Anfang geplatziert habe. Tja, na und durch ihr seid die, die Dolch Kreisel, die, ja, die sind erst habe. Genau, die sind erst durch die Dorn gelaufen und dann in deine Dolche. Ja, ist doch vollkommen okay, ich mach gar nichts mehr. Meine Dorn liegen immer noch da. Wo ist deine Dolchwolke? Wo ist sie denn? Ich kann nicht. Man könnte mal aufhören, bitte. Es bringt dir gar nichts, Alter. Du musst dich auf jeden Fall heilen. Shaolin, bitte renn nicht runter. Hab gerade gemerkt. Kannst du mal deine Dornwolke da wegmachen, ne? Dein Dornwuchs. Wie gesagt, erstmal musste ich Pilar heilen. Und dann? Wäre es besser, falls wir gleich kämpfen, wäre es kacke, wenn du nur 1% dem hast. David? Dann müssen wir jetzt so lange warten, bis David wieder da ist. David. Wo bist du? Ich glaube, wir kommen auch hier hinten rum. Er ist nicht erwarten, oder was? Was? Da oben kommt man weiter anscheinend. Kann hier rüber springen.
So, bin wieder da. Schön, dass du weg warst. Hab ich doch gesagt, ich bin gleich wieder da. Es tut mir leid, dass ich auch mal auf Toilette muss. Nee. Okay, mein Charakter ist doof. Wusste ich nicht, bis dato. Ah, das ist natürlich doof. Die Dorn davon kann ich nicht auflösen. Wie seid ihr da rübergekommen? Seid ihr rübergesprungen? Ja, du kannst oben über die Brücke da laufen. Ah. Aber warum kann ich das mit dem Charakter nicht auflösen? Kannst du nicht einfach deinen Typ da wegzaubern? Dann müsste es doch aufgehoben sein, oder? Ja, aber ich würde den eigentlich so weit wie möglich mitnehmen. Achso. Weil der war jetzt nicht schwach, sage ich mal. Aber der kann halt nicht springen. Das ist halt blöde. Sobald ich irgendwie springe. Ah, läuft jetzt selber durch die Dorn. Ich kann hier sonst nicht langlaufen. Na, sonst müssen wir da weiter. Oder ist da nichts? Kann halt nur Sport. Nein, das sehe ich. Shaolin, hast du etwa was übersehen? Was hab ich übersehen? Naja, ich hab was in der Kiste hier gefunden. Hast du nicht aufgepasst oder was? Hast du keine Lust mehr hier zu spielen, was? Müssen wir denn nach da hinten oder sind wir jetzt fertig hier mit dem Keller? Dornwuchs, das hast du so verdient, Digga. Ah, jetzt ist es wirklich durchgelaufen. Ah, jetzt ist es ausgelaufen. Okay, nice. Ja, das geht 100 Züge, also 100 Sekunden, glaube ich. Ah, da hinten gab es noch eine Wand zum Kaputtmachen. Wo? Ja, hinten links. Da bin ich dabei, Digga. Mal gucken, wo wir hinkommen. Kaputte Wand, Alter, ist meine. Die mache ich kaputt. Keine Probleme. Hau mal runter. Ha! Immun gegen Hiebschaden. Ja, das habe ich ja so nicht gesehen und gewusst. Kann unser Ork überhaupt was? Ja, klar. Orkisch. Außer sterben. Na, Orkisch. Hast du was gegen Orkisch, Alter? Das ist die Muttersprache hier, also ficke dich. Orks beherrschen hier alles. Ohne Orks kein Fortschritt. Oh, sorry. Ja, mach ich weiter so. Gucken, wo es endet. Wieso nicht schubst dich gleich? Nee, lass mal. Ich bin allergisch gegen Schubsen. Ich hab Joghurt im Rucksack. Gut. Ich glaube, wir haben das gefunden, was wir hier unten sollten. Achso, darf ich erstmal speichern? Ja, wäre besser, ja. Ruhe, dies, Dinger. Haben wir hier schon? Na, wollt ihr den Keller kurz looten und ich schmeiß mir was zu essen in den Ofen? Wir sind doch schon durch mit dem Keller. Ich dachte, hier könnt ihr jetzt noch looten. Hier ist nichts. Achso. Sind wir schon durch. Gut. Wie kommen wir hier jetzt raus? Müssen wir wieder den ganzen Weg zurücklaufen? Nee, da ist eine Tür. Das. Wir gingen nur um diesen Schlüssel da hinten. Anscheinend. Ist die Quest weg? Nee, ist immer noch untersuchen das Gasthaus. Weiß ich nicht. Das ist nicht nur, dass da ein Keller ist. Ich glaube, wir kommen hier so oder so noch mal hin, um Sachen zu verkaufen und dementsprechend. Ja, so haben wir jetzt entweder Straßen zu Baldus. Zum Baldus-Tor oder. Nee, warte, das war ja wieder, wo wir in den Knast kommen, war. Die Frage: Machen wir jetzt heute bis 23 Uhr oder machen wir demnächst fertig? War jetzt auch ein guter Abschluss. Ah, jetzt, ich hab das Untersuche Selenitenwiderstand. Hab das Buch hier lesen. Nice, du kannst Bücher lesen, wie cool! Manchmal. Manchmal, kurz aus dem Teil ist nicht da. Je nachdem, wie viele Bilder er sieht. Je nachdem, wie doll mich Jusen zuquatscht.
und ich rufe. Hä? 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 Es wäre störend. So, wie sieht's denn aus? Pfeiler ist die ganze Zeit im Gehen. Wir machen wir hier jetzt Schicht im. Dann machen wir Feierabend für. Würde ich sagen. Aber was würdet ihr sagen, machen wir als nächstes? Was ist die Quest, die wir machen werden? Entscheiden wir dann, würde ich sagen, oder? Entweder gehen wir in den Knast oder wir gehen beides Geld. Na, Knast haben wir halt gar nichts mehr. Das heißt, unsere ganzen Waffen und alles ist weg. Nee, unsere Ausrüstung bleibt, aber wir könnten ja, diesmal wären wir ja vorbereitet und könnten uns quasi das nächste Mal komplett nackig machen und alles weg. Du musst ins Lager gehen und da alles dann wieder nehmen. Ja. Auch eine gute Idee, ja. Kann man überhaupt ins Lager gehen? Weiß ich gar nicht. Haben wir nicht ausprobiert. Hier können wir ins Lager gehen. Ja, jetzt hier gerade schon, ja. Aber wenn wir da sind, so, weiß ich nicht. Knast nicht, wahrscheinlich bis wir raus sind, aber da wissen wir ja mittlerweile, wo wir Sachen finden und wie wir das wahrscheinlich überleben können. Ich glaube nicht, weil wir im Knast sind, dass wir erstmal ins Lager gehen können und uns neu equippen können. Das ist ja ein bisschen zu schlicht, oder? Habe ich ja auch nicht gesagt. Ja, wir haben es verstanden, Digga, du bist müde. Ist okay. Mhm. Nur diese unterschwelligen Botschaften. Ja, aber Jusen ist eh der Beste hier von der Truppe. Das kann man sich gut so merken. Ja. Jusen. Kenn ich nicht, wer ist das? Kannst du dich mal da hinstellen, bitte? Genau da. Ja, genau. Jetzt beweg dich mal nicht, bitte. So. Ah, tippitopp. Alles klar. Schönes Thumbnail. Aber wir hätten noch alle nochmal in die Hocke gehen können. Das sieht auch cool aus. Cool, Freund. Ich denke, genau so wäre auch gar nicht schlecht. Ja, lass uns so nochmal ein Foto machen. Hab ein Foto immer. Perfekto. Okay. Das hat man jetzt gerettet. Hast du super, meine Lieben. Denn, genau, haben wir jetzt nochmal gespeichert. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielleicht am Donnerstag, spätestens nächsten Dienstag, wenn nichts dazwischen kommt. Dann checkt gerne nochmal S&G präsentieren aus auf YouTube. Und sonst schaut gerne mal bei den Schachschaulinen nebenbei rein. Und die Leute. Gönnt euch. Und bis denn, meine Lieben. Viel Spaß noch, bleibt gesund und munter. Wir hören uns am Donnerstag auf jeden Fall. Und dann lasst euch überraschen, was kommt. Bis dann!